Herzlich willkommen zu der Veranstaltung Lancet Countdown on Health and Climate Change 2020 Report and Policy Brief für Deutschland 2020. Mein Name ist Maike Voss, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin in der Stiftung Wissenschaft und Politik und Mitglied von KLUG. Jetzt heute zum zweiten Mal präsentieren wir den neuen deutschen Policy Brief vom Lancet Countdown. Gerade gestern hat Antonio Guterres, der Generaldirektor der Vereinten Nationen, noch einmal die Relevanz von Klimawandel und auch Gesundheit deutlich gemacht mit dem Zitat: Making peace with nature is the defining task of the 21st century. Ich glaube, besser könnten wir gar nicht anfangen. Der Lancet Countdown, für diejenigen, die ihn nicht so sehr kennen, ist eine internationale Kooperation. Sie wurde gegründet, um ein unabhängiges globales Monitoring-System zur Verfügung zu stellen, das die deutlich werdenden gesundheitlichen Folgen des Klimawandels dokumentiert. Zum Programm heute und ein bisschen Housekeeping. Wir werden nach einem Grußwort von Frau Lunderhausen zu unterschiedlichen Sprecherinnen und Sprechern mit kurzen und prägnanten Inputs kommen. Ich stelle Ihnen die Sprecherinnen und Sprecher jeweils kurz vorher vor. Dann werden wir uns den neuen Policy Brief im Detail anschauen und auch darüber sprechen, was seit dem letzten Jahr passiert ist. Ich gebe jetzt gleich schon rüber zu Frau Dr. Ellen Lunderhausen, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, die in diese Veranstaltung einführen wird. Frau Lunderhausen, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite in die Runde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ganz herzlich seien Sie gegrüßt, Herr Herrmann. Wir konnten uns ja schon kennenlernen in den letzten Tagen. Zunächst bringe ich Ihnen natürlich gern die besten Grüße des Präsidenten der Bundesärztekammer, den ich heute hier vertrete, der leider wegen anderer Verpflichtungen sich nicht einschalten konnte. Herr Guterres ist schon von Ihnen zitiert worden und auch ich möchte das tun. Er sagte ja gestern in dem Zusammenhang, dass wir Angst haben müssen vor einer neuen Normalität, denn nach vorläufigen Analysen der WHO ist das Jahr 2020 eines der drei wärmsten seit der Temperaturaufzeichnung im 19. Jahrhundert. Am heutigen Tag präsentiert der internationale Lancet Countdown on Health and Climate Change die Ergebnisse seines jährlichen Berichts. Sie hatten es schon gesagt. Zugleich werden wir weltweit die länderspezifischen Berichte veröffentlichen und zum zweiten Mal auch in Deutschland. Danken möchte ich der Helmholtz Klimainitiative sowie der Deutschen Allianz für Klug und namentlich insbesondere Ihnen, Herr Dr. Herrmann, für die Organisation der heutigen Lunchveranstaltung. Die Bundesärztekammer gehört wie im letzten Jahr zu den Herausgebern des Policy Briefs für Deutschland. Wir sind stolz und erfreut, mit so renommierten Forschungseinrichtungen in Deutschland wie dem Potsdam-Institut für Klimaforschung, der Berliner Universitätsklinik der Charité und dem Helmholtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt gemeinsam diesen Brief für Deutschland zu verantworten. Hinter unserem Engagement steht die feste Überzeugung, dass die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels weltweit, aber auch in Deutschland bereits jetzt ganz erheblich sind. Das Leben jedes heute geborenen Menschen wird von der Wiege bis ins hohe Alter durch den Klimawandel beeinflusst, so hieß es im letzten Report 2019. In der Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärzte und Ärztinnen ist die Verantwortung der Ärzte verankert, sich für die Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung sowie für die Erhaltung der Gesundheit der Menschen einzusetzen und bedeutende natürliche Lebensgrundlagen mit zu gewährleisten. Aus diesem Grund begreifen wir es als ärztliche Pflicht, die Aufgabe des Klimawandels klar zu benennen und politische Gegenmaßnahmen einzufordern. Wir wollen mit dazu beitragen, dass sich das Gesundheitssystem rechtzeitig auf die Bewältigung der Folgen des Klimawandels vorbereitet. Und ich denke, es ist dazu höchste Zeit. Gern hätten wir auf diese Zusammenhänge beim diesjährigen Deutschen Ärztetag, der in Mainz stattfinden sollte, in einem eigenen Tagungspunkt
diskutiert. Das war uns in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht möglich. Doch der Vorstand der Bundesärztekammer hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, das Thema beim kommenden Ärztetag im Mai 2021 in Rostock wieder zu besprechen. Zwischenzeitlich sind wir nicht untätig gewesen. Vielmehr haben sich die Bundesärztekammer im Konzert mit den Landesärztekammern auf den Weg gemacht, einen eigenen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele des Übereinkommens von Paris zu leisten. Zudem werden wir das Thema der gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels stärker in der ärztlichen Weiterbildung abbilden und die erforderlichen Kompetenzen auch in der Musterweiterbildungsordnung verankern, damit wir da auch ganz sicher sein können, dass wir das Thema nicht aus den Augen verlieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, thermische Belastungen, Extremwetterereignisse, Luftverschmutzung sind Faktoren, die unsere Gesundheit nachhaltig beeinflussen. Das brauche ich sicher in dieser Runde nicht extra zu betonen. Der Klimawandel begünstigt das Ausbreiten von Vektoren, die in ca. 17% der Fälle als Ursache für die Ausbreitung von Infektionskrankheiten angesehen werden. Besonders in Ländern des globalen Südens beobachten wir die Auswirkungen dieses Klimawandels. Aber auch für Deutschland werden wachsende Gesundheitsrisiken beschrieben. Als Allergologin kann ich nur bestätigen, dass steigende Temperaturen, Trockenheit und die damit verbundenen verlängerte Dauer des Pollenflugs die Ausbreitung von Allergien auch in Deutschland enorm begünstigen. Die Ereignisse des letzten Jahres, umschrieben mit dem Begriff epidemische Lage nationaler Tragweite, hat uns gezeigt, welche Ausmaße weltweit eine Pandemie auf die menschliche Community hat. Physisch, psychisch Kranke und Schwererkrankte, vereinsamte, depressive Menschen, veränderte Lebensentwürfe hat die Corona-Pandemie bisher hinterlassen. Auch politische Aktivitäten bedrohlicher Art haben uns nicht gekannte Facetten unserer Gesellschaft aufgezeigt, die man insbesondere in der westlichen Welt so nicht mehr kannte und nicht mehr für möglich hielt. Dabei dürfen wir den Blick auf Katastrophen in den armen Ländern der Welt nicht verlieren. Corona gibt uns aktuellen Ausblick auf das, was uns droht, wenn wir unsere Klimaziele nicht erreichen, nämlich weltweite Krisen ungeahnten Ausmaßes. Auch wenn die Corona-Pandemie derzeit alle anderen Themen überschattet und beeinflusst und im hohen Maße die Ressourcen auch der Bundesärztekammer beansprucht, geht uns ein so wichtiges Thema wie der Klimawandel und seine gesundheitlichen Auswirkungen nicht verloren, dessen können Sie gewiss sein. Daher auch hoffe ich mir, dass die Kernbotschaften und Empfehlungen des diesjährigen Policy Briefs breit diskutiert und sie unsere Sichtweise auf den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Klimawandel nachhaltig beeinflussen werden. Alle diese Postulate sind wichtig, machen aber auch zugleich dem Einzelnen deutlich, wie wichtig es ist, bei sich selbst, bei der zu verantwortenden Organisation und Einrichtung, ja in Familien Einfluss zu nehmen. Ich möchte mein kurzes Grußwort abschließen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi. Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Das können wir ganz sicher mit in die gesamte Veranstaltung nehmen und auch ein bisschen schauen, wo wir selber noch mehr ansetzen können. Herzlichen Dank. Wir gehen jetzt rüber zu Professor Dr. Sabine Gabrisch. Ich glaube, ich habe dich lange nicht mehr so genannt. Professorin an der Charité und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, am PIC, mit einer Einführung zum Lancet Countdown, aber vor allem auch planetare Gesundheit. Sabine, ich gebe über zu dir. Danke, Maike. Genau, so ein bisschen die große Übersicht, die ich jetzt machen soll. Und ich habe heute mal keine Folien mitgebracht, sondern 6 Begriffe, die alle mit V anfangen. Und ich könnte die jetzt in den Chat kopieren, aber der geht irgendwie nicht mehr. Ich kann nur noch Direktnachrichten senden. Deswegen jetzt ohne jegliche visuelle Unterstützung. Es geht los mit Veränderung. Manchmal verändert sich die Welt allmählich, wie bei den Mietpreisen und der Digitalisierung, und manchmal plötzlich und sprunghaft. Letztes Jahr war ja der Countdown-Launch in der Hochphase der Klimabewegung.
direkt nachdem irgendwie, genau, nachdem die Debatte sich komplett gedreht hatte durch die Fridays for Future. Und jetzt sind wir mitten in der Corona-Pandemie und wieder ist der Kontext dadurch völlig verändert. Und noch größere Veränderungen sind auf dem Weg. Und wir haben eigentlich die Wahl zwischen zwei Optionen. Einmal können wir die Dinge auf uns zukommen lassen und versuchen, irgendwie damit zurechtzukommen, also zu reagieren und den Schaden zu begrenzen. Oder wir können versuchen, aktiv zu handeln, zu agieren, nicht nur reagieren. Also Prävention, Schaden verhindern, nicht nur begrenzen und die Zukunft positiv gestalten. Die dritte Option, dass alles magisch einfach so bleibt, wie es ist oder gar zurückkehrt zur guten alten Zeit, die gibt es leider nicht, auch wenn manche das vielleicht meinen. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, in den Vorhersagen und zur Rolle der Wissenschaft. Natürlich haben wir keine Kristallkugel, mit der wir in die Zukunft schauen können, denn die ist ja offen, die hängt ja auch von unserem Handeln heute ab. Was wir tun als Wissenschaftler, ist erste Anzeichen wahrnehmen, Zusammenhänge analysieren und Trends und berechnen, wo wir landen, wenn es so weitergeht wie bisher und wo wir landen könnten, wenn wir anders handeln. Und das gilt für Corona, wo Alarm geschlagen wurde, als dann klar war, dass das Infektionsgeschehen rasch die Kliniken überwältigen kann, wenn man es laufen lässt. Und es gilt auch für Fettleibigkeit, Diabetes und andere chronische Krankheiten, die seit Jahren zunehmen und das weiter tun werden, wenn wir nichts ändern. Frau Bussi-Westphal von Dank sagt sicher dazu nachher noch mehr. Und auch bei der Klimakrise, da ist klar, wenn wir so weitermachen wie bisher, steuern wir auf eine Erderhitzung zu, die das Fortbestehen der menschlichen Zivilisation gefährdet. Was diese Klimaprognosen bedeuten, war allerdings lange Zeit schwer vorstellbar. Eisschmelze und Hitzewellen, Überflutungen und Stürme, Dürren und Waldbrände, neue Krankheiten durch ökologische Veränderungen, Gesundheitsfolgen durch soziale Verwerfungen und Fluchtbewegungen. Und jetzt sind wir aber mittendrin in der Klimakrise und erleben all diese Dinge. Und das ist erst der Anfang. Und damit kommen wir zum Stichwort Verwundbarkeit. Wir spüren die Klimakrise mittlerweile am eigenen Leib. Hier in Deutschland vor allem die zunehmenden Hitzewellen, aber auch zum Beispiel eine verlängerte Pollensaison. Die Klimakrise macht krank schon heute. Der Lancet Countdown beschreibt das im Detail. Und langfristig sind die Risiken für unsere Gesundheit ja noch viel größer. Und Corona hat uns nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, wie verwundbar wir sind. Unsere Körper, unsere Psyche, aber auch unser Gesundheitssystem und unsere Gesellschaften. Und es ist klar geworden, wie zentral Gesundheit ist für alles. Wenn die eigene Gesundheit in Gefahr ist oder die von Angehörigen, ist das sehr direkt für die Menschen und sehr emotional. Und auch ist klar geworden, wie wichtig ist es, dass das Gesundheitssystem ist. Das wurde ja jahrelang auf Effizienz getrimmt und jetzt rächt sich, dass hier schon ständig an der Belastungsgrenze gearbeitet wurde. Personalmangel und ständige Überstunden und immer die immer stärkere Verdichtung. Und auch, dass Prävention und der öffentliche Gesundheitsdienst vernachlässigt wurden. Also die Pandemie ist eine Art Belastungstest für unsere Systeme und wirft sozusagen ein grelles Licht auf die Schwachstellen, wo es ohnehin schon im Argen liegt. Nicht nur im Gesundheitssystem, auch in der Fleischindustrie zum Beispiel. Und sie ist auch ein Vorgeschmack, wie vielfältig sich Krisen auswirken und wie schnell Systeme überlastet sind, wenn noch was obendrauf kommt. Die Corona-Pandemie können wir auch als einen Weckruf dienen, eben weil sie uns vor Augen führt, was wirklich wichtig ist und worum wir uns kümmern müssen als Gesellschaft. So, jetzt von Verwundbarkeit zu Verbundenheit. Durch die Corona-Krise ist uns auch bewusster geworden, wie verbunden wir sind. Und einmal ganz konkret, wie rasch sich so ein Virus ausbreitet weltweit und wie alles zusammenhängt mit den Lieferketten um den Globus und wie eng wir verbunden sind als Menschen miteinander, auch wie lebenswichtig Solidarität ist. Aber auch ganz grundsätzlich die Verbundenheit von Mensch und Natur. Wir sind ja nicht irgendwie separat vom Rest, sondern wir sind eigentlich ein Teil der Natur. Und manche schienen fast überrascht, dass Viren zwischen Tierarten ausgetauscht werden und der Mensch da keine Ausnahme darstellt. Auch das Coronavirus ist ja sehr wahrscheinlich von Wildtieren auf den Menschen übergesprungen und ist eine Folge unseres immer tieferen Eingreifens in Naturräume und damit Ausdruck derselben Nachhaltigkeitskrise, zu der auch der menschengemachte Klimawandel gehört. Und diese planetare Krise hat auch damit zu tun, dass wir uns als getrennt
von der Natur betrachten und der Natur keinen Wert beimessen. Vielleicht wird uns durch die Krise jetzt endlich klar, dass unsere Gesundheit, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft von einem gesunden und stabilen Planeten abhängen und dass wir unsere planetaren Lebensgrundlagen schon zu lange vernachlässigen und vernichten, zu unserem eigenen Schaden, weil das, was wir dem Planeten antun, auf uns zurückwirkt. Vielleicht können wir dadurch die Corona-Krise unsere Verbundenheit mit dem Planeten und miteinander wiederentdecken. Die Erde als wunderbares, lebendiges Ganzes begreifen, als ein Netzwerk des Lebens, von dem wir Menschen ein Teil sind. Das ist eine uralte Weisheit, die viele indigene Völker bewahrt haben. Und das ist ja auch total inspirierend. Und das nächste Stichwort ist Vernetzung. Obwohl sich schon viel getan hat, ist der Link zwischen Klimakrise und Gesundheit noch nicht überall angekommen in der Politik, in den Kommunen und auch im Gesundheitssektor. Auch die Klimabewegung hat das weitgehend die Gesundheit noch nicht auf dem Schirm. Ein Schulterschluss hier wäre wichtig. Eine Vernetzung zwischen Gesundheitsberufen und Klimabewegungen und auch mit dem Naturschutz und auch mit sozialen Bewegungen. Und mit Psychologen, Juristen, Ökonomen und allen möglichen anderen, die von ihrer Ecke aus an Lösungen für die planetare Krise arbeiten. Also eine Vernetzung und ein Verständnis, dass wir gemeinsam für eine gesündere, gerechtere und nachhaltige Welt wirken. Und das würde unheimlich Synergien freisetzen. Auch in der Wissenschaft passiert es noch zu selten, dass man über die Disziplinen hinweg zusammenarbeitet und auch Praktiker und die Menschen vor Ort einschließt. Und gerade bei Forschung zur Transformation ist es wichtig, also bei der Umsetzung von Lösungen in lokalen Kontexten. Die Probleme sind ja alle miteinander verknüpft, also zum Beispiel Klimakrise, Luftverschmutzung und Übergewicht mit gemeinsamen systemischen Ursachen, so eine sogenannte Syndemie. Und die gute Nachricht ist, dass wir jetzt nicht jedes Problem einzeln lösen müssen, sondern oft gibt es Win-Win-Lösungen, die mehrere Probleme auf einen Streich lösen. Und darum geht es ja auch in dem Policy-Brief. Beispiele sind Fahrrad- und fußgängerfreundliche Städte, nachhaltige Landwirtschaft und mehr Gemüse statt Fleisch. Alles gut fürs Klima und gut für die Gesundheit. Und man muss dabei auch an Machtverhältnisse ran und an kommerzielle Interessen, die dem öffentlichen Wohl entgegenstehen. Die fossile Industrie natürlich, aber auch im Agrarbereich und in der Nahrungsmittelindustrie. Und wir sollten unser Fortschrittsmodell mal überdenken. Also dieses schneller, höher, weiter, das auch zu Überforderung, Stress und psychischem Druck führt letztendlich. Und zum Schluss komme ich jetzt zum Thema Verantwortung. Die wissenschaftliche Diagnose der planetaren Krise ist seit langem klar. Und immer mehr Menschen wird es nun im vollen Umfang bewusst. Auch befördert durch die spürbaren Folgen und jetzt durch Corona. Noch ist Zeit zum Handeln, um viel Unheil abzuwenden. Und mit diesem Wissen und dem knappen Zeitfenster geht eine große Verantwortung einher. Wenn wir die Krise endlich ernst nehmen, heißt das, die Prioritäten komplett neu zu setzen, um unsere Lebensweise und Wirtschaftsweise am Gemeinwohl auszurichten. Uns zu fragen, in was für einer Welt wollen wir leben? Was ist uns wirklich wichtig? Welche Werte? Denn unsere Werte und unsere Haltung bestimmen unser Handeln. Und auch wenn es viele Win-Win-Lösungen gibt, ganz schmerzfrei wird die Transformation nicht, auch weil wir so lange gewartet haben. Das ist eine riesige Herausforderung, vielleicht die größte der Menschheit. Um sie anzugehen, braucht es vor allem Mut. Wir brauchen jeden Einzelnen, wir brauchen Gruppen aus allen Ecken der Gesellschaft. Auch die Gesundheitsberufe können eine wichtige Rolle spielen. Und wir brauchen die Politik für die großen Stellschrauben. Preise müssen endlich die Wahrheit sagen. Umweltzerstörung nicht noch subventioniert werden. Wir müssen die Strukturen ändern, die momentan noch Mensch und Natur verheizen. Und wir haben gerade eine historische Chance, dass viele Geld, das jetzt in die Wirtschaft gesteckt wird, sollten wir so einsetzen, dass es gegen die kurzfristige Krise und gegen die langfristige hilft. Also nicht fossile Verkehrsinfrastruktur, sondern nachhaltige Dinge fördern. Win-Win-Lösungen für Gesundheit, Klima, Biodiversität, sozialen Zusammenhalt. Es geht um gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten. Danke. Herzlichen Dank, Sabine. Ich habe mir 6 Wörter mit V aufgeschrieben und nicht nur 5. Das letzte Verantwortung. Ja, 6 Stück, ist, hast du ja gesagt. 6, okay, sehr gut. Ich habe sie alle mitgeschrieben und werde sie bestimmt hier und da noch einmal wieder nennen. Herzlichen Dank dafür.
Wir gehen jetzt gleich weiter zu dem Lancet Countdown 2020 Global Report, der uns vorgestellt wird von Professor Tadj Orhacin, der Englisch spricht, und ich wechsle auch gleich ins Englische. Er allerdings bekommt eine Übersetzung von dem, was wir hier auf Deutsch sprechen. Es geht also nichts verloren. Tadj ist Professor am Energy Institute University College in London und repräsentiert hier die Autorinnenschaft des Lancet Countdowns. Tadj, over to you. Please give us a sneak preview in the launch and in the report of the Lancet Countdown 2020. Thank you very much. And in particular, thank you for allowing me to speak in English. Apologies for this. I have brought slides. That's really so that you don't have to look at my messy background. It appears that all German homes are very neat and tidy, whereas mine is not. So I'm going to share some slides. So if you just bear with me for a minute. Right. Okay. So I'm sure most of you are aware that the Lancet is the oldest English medical journal and one of the most influential. For the last three decades, it's worked to understand the links between health and climate change. And in 2015, it commissioned the Lancet Commission into Health and Climate Change. And that commission concluded that climate change threatens to undermine the past 50 years of gains in public health. And also that tackling climate change could be the greatest global health opportunity of the 21st century. Now, since the commission, the Lancet has published the Lancet Countdown, which you can see here. It's an annual report that tracks the world as it moves from climate change as a threat to health to responding to climate change as an opportunity for human health. And today we see the launch of the fifth report, and we're very pleased to be launching it in 19 countries around the world. So I guess the question is how are we doing 5 years on from the Paris Agreement? Before I tackle that, I just would like to, for some reason this is skipping, I would just like to introduce the various indicators. And just before I do that, I'd also like to acknowledge our partners. One of the great things about working on the countdown is working with 120 researchers that we have in over 38 institutions from around the world. Working with this group of climate scientists who are experts in development studies, energy use, engineering, social and political sciences, and of course, health professionals. It's really been a tremendous privilege to work with this truly multidisciplinary team over the last 5 years. What does the countdown try to do? Well, it has 43 indicators that fall into five areas. How climate change is impacting our health, the progress that we're making in adapting to climate change, which is of course already occurring, how we are doing in terms of preventing climate change from occurring, the mitigation measures, and what are the associated health benefits of tackling climate change, mitigating it. Fourthly, we're also investigating the rate at which we're investing in the right actions to tackle climate change. And lastly, how is the public and politics engaging with the impacts of climate change on health? And it's essential that we engage with the public, but also the political system in order to get change to happen. We have a range of new indicators this year, including important areas such as health-related mortality, the impacts of migration, the impacts that low-carbon diets can have on health and climate change,
and the potential for carbon pricing as a potential driver to transform society into a low carbon future. So I'd just like to introduce you to the overall conclusions from this year's countdown. We've already had 1.2 degrees of warming, and no country, rich or poor, is immune from the health impacts of this climate change. Now, depressingly, this year's indicators show the worst outlook for public health since we started to track these indicators. Climate change-induced shocks are claiming lives, damaging health, and disrupting livelihoods in all parts of the world. And it's doing that right now, not just in the future. In the future, things will get worse, but we're already being impacted. No continent or country or community remains untouched. And it's the most vulnerable in our society that are getting the greatest burden. Unless we take urgent action, the health impacts of climate change are set to worsen and potentially overwhelm our health systems. Secondly, COVID-19 has shown us that when health is threatened on a global scale, our way of life can come to a standstill. But climate change has not stopped, nor its threats to global health. Unless we act without delay, we will face further disruption to lives and livelihoods. We really just don't have the luxury of tackling one crisis at a time. The health harms of climate change are compounding the impacts of the pandemic. For example, those who are suffering the pandemic have not been immune from extreme weather events. And also, both climate change and COVID-19 act to exacerbate the existing inequalities within and between our communities. So we will need to tackle both COVID and climate change together. This, however, does offer us the triple win of improving public health, for example, tackling the 7 million air pollution deaths that we experience, creating a sustainable economy, and also preserving the climate. There doesn't appear to be any longer any economic reason for inaction. The time to act is now. If we don't, we'll have wasted an opportunity. If we don't spend the COVID recovery packages to tackle climate change, we may not get access to such significant investments during the coming decade. And it's this coming decade that is critical for us to significantly invest in tackling climate change and preventing warming above 2 degrees centigrade. So in the last 10 minutes, I just want to take you through just a handful of the 40 or so indicators. The first indicator is one of 12 dealing with the health impacts of climate change. This graph tracks the change in the number of heat waves experienced by vulnerable populations around the world. Exposure to extremes of heat results in a range of health consequences: heat stress and strokes, worsening heart disease, and acute kidney injury. And populations over 65 are particularly vulnerable to this. This indicator tracks the change in the number of heat wave exposures, where one exposure event being one heat wave experienced by one person aged over 65. And that's compared with a baseline, which is the average number of events that have occurred between 1986 and 2005. So this graph shows the impact of extremes of heat and that it continues to rise in every region in the world, with 2019 seeing a record 2.9 billion above the baseline days of heat wave exposure affecting over 65s.
We've then gone on to also calculate the economic cost of this and look at the impacts on deaths. So as a result of this, we've estimated 300,000 heat-related deaths in over 65s. And that's a 54% increase in the last two decades. Heat in developing regions also impacts quite strongly on labour productivity, and that's another of our indicators. Last year, a record equaling 302 billion hours of potential work hours were lost to high temperature, and that's 30% more than was the case in 2000. And also heat and drought are driving wildfires. Since the early 2000s, 128 countries have experienced an increase in population exposure to these wildfires. We have 10 indicators looking at our progress adapting to climate change. And here we look at the number of countries with national climate change adaptation plans for health. About half have a national health and climate change plan in place. Financing is, however, one of the main barriers to implementation, and only 4 countries reported having adequate national funding. Other indicators that highlight our adaptation include the fact that 3/4 of global cities surveyed had undertaken climate change risk assessments, with 2/3 of those expecting climate change to seriously compromise their public health assets and services. One of the actions to adapt to heat waves is to install air conditioning. So we have an indicator looking at this. And air conditioning has risen significantly, protecting some of the most vulnerable, but it's also resulted in increased emissions, higher urban temperatures, and more air pollution. So this brings us to our mitigation indicators. In 2018, greenhouse gas emissions once again rose. And 2018 is the date that we have the most reliable data. But of course, we're all aware that more recently, COVID-19 has had a profound effect on the global economy and therefore on greenhouse gas emissions. The best estimate is that if you looked at April 2020, compared that to April 2019, there was a 17% reduction, with some countries having a reduction of more than a quarter in their CO2 emissions. Now, nobody knows what the long-term new normal will be. Are we going to travel for business less? Will we keep working and shopping more from home? How will we use our cities? These are major challenges, but also potentially major opportunities in how we establish what the new normal will be. Now, here I'm showing a graph on air pollution. This is one of the critical co-benefits of tackling climate change. So this indicator tracks global PM2.5, so that's fine particulate matter, and the attributable premature mortality. And what this does is it breaks it down by global region and sectors, power plants, industry, transport, etc. In 2015 and 2018, the data is presented in this graph. The 2018 data are the bars that have diamonds on them. Coal is shown as a shaded area on top of the various end uses. So for example, if you look at the European region, then you see that a significant proportion of power plants are fired with coal. We have a small amount of industry
which uses coal, and a significant proportion of household energy use is still coal. There are some signs of improvement in specific areas. In Europe, cleaner energy and transport saw PM2.5 related deaths fall from 62 to 59 per 100,000 between this 3-year period. Over the same time period, global deaths from coal fell by 50,000. The economic benefits of health gains could pay the costs of mitigation, bolstering the case for green stimulus measures. For example, in the European Union's marginal air quality improvements over the last 5 years to 2019, that could be worth an estimated $9 billion American dollars every year if it held constant, and that could significantly release funds that could be used for other things. Another important co-benefit of tackling climate change is diet. Globally, diet and weight-related risk factors account for 8.8 million deaths in 2017. And that represents about 19% of total mortality. So can we reduce livestock emissions as well as these diet-related deaths? So this indicator presents the change in deaths attributed to dietary risks by focusing on one particular area, the consumption of excess red meat. Over the last 3 decades, deaths related to excess red meat eating have risen more than 70% to almost 1 million. This is mostly in the Western Pacific area, as defined by the WHO, and that includes China, Australia, Japan, the Philippines, and Malaysia. This brings us to the economics and finance indicators. And here we're going to be looking at carbon pricing. Can carbon pricing drive the transition towards a low carbon economy? If we put a price to the carbon that we emit, that will send the right signals for everybody to try and reduce carbon emissions. At present, however, most countries, 58 out of 72, subsidize the emission of carbon from fossil fuels more than they charge for it. And that's why here you see on the left-hand side, which has the net carbon prices for 2016 and 17, you see the value is under zero. If overall carbon prices were having an effect on the overall economy, you would expect the number to be greater in terms of American dollars per ton of CO2. But subsidies dominate any carbon price that has been included. So the net carbon price is actually negative. And if anything, it's got worse between 2016 and 2017. The graph in the middle shows the net carbon revenue. So this is the total funds, in effect, that are going into subsidies. And you can see that for some countries, the figures are many tens of billions of pounds that were, in effect, subsidizing carbon emissions rather than pricing them, in effect. And in 8 out of 27 of the countries in 2017, the subsidies were more than the national health budget. And so the graph on this side shows the net carbon revenue as a share of national health expenditure. And so a figure of minus 100% means that we are subsidizing carbon emissions to the extent that we're investing in the health service. And in fact, although it's 100% in only a few countries, in many it was actually quite a significant proportion that is going into subsidies.
Now, other finance indicators that we've looked at show that investment in new coal capacity has been declining since 2011, and it's decreased by 6% between 2018 and 19. That's largely been driven by China. Now, despite this reduction, however, global coal capacity continues to increase. And that's because we're retiring fewer coal stations than we're actually adding. Now, a key technology we should be investing in is energy efficiency. This has not increased since 2016. And we're a long way away from the doubling of investment in things like energy efficiency by 2030, which is what's required by the Paris Agreement. And in 2019, employment in fossil fuel extraction actually did decline by 3%, and it rose by 4.5% in renewables. But renewables is still a much smaller sector than fossil fuels. So the last indicator that I was going to talk a little bit about is related to the media coverage of health and climate change. And here it's not all bad news. We're seeing more people than ever make the link between health and climate change. From 2018 to 2019, the coverage of health and climate change in the media increased by 96% worldwide. So this is the health and climate change coverage. And it outpaced the increased coverage of climate change overall that you can see here. And it reached the highest observed point to date. So just to summarize, man-made climate change is happening and everybody is being impacted by it. COVID-19 and climate change are converging crises. COVID-19 recovery has to be aligned with our response to climate change. Without that, we cannot meet the Paris Agreement and at the same time improve public health and create a sustainable economy. I'd like to apologize to all my Countdown colleagues for not giving their tremendous work the justice that it deserves. Apologies for that. I would recommend that you all look at the main report. And also its appendix. There is a lot of information that we haven't covered here. And also recommend that you look at the Lancet Countdown website, where all the data is deposited and it's accessible through a highly interactive interface that allows you to select individual regions or countries. So thank you for listening. And I'd also like to thank our two strategic partners, the Lancet and Wellcome Trust. Without their support, we just wouldn't have been able to undertake this work or have the impact that hopefully we're having today around the world. Thank you all very much. Thank you very much, Tadj, for your presentation. I find the sentences, "no country is immune for the health impacts of climate change," a very, very powerful sentences. Thank you very much. I'm sure we'll come back to you with a lot of questions in the discussion. I will now switch back into German and I hope my translator will translate for you. Also herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich möchte auch noch einmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream begrüßen. Ich habe gerade die Info bekommen, dass dort über 170 Leute mittlerweile zuschauen. Also auch einen herzlichen Gruß an Sie. Nehmen Sie den Hinweis von Tadj gerade nochmal entgegen und schauen Sie nochmal auf die Webseite vom Lancet Countdown. Wir machen jetzt weiter mit dem deutschen Policy Brief, die Anwendung des Lancet Countdowns auf Deutschland und die Empfehlungen für Deutschland. Vorgestellt wird dies von Professor Dr. Peters vom Helmholtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt in München und noch einmal von Sabine Gabrisch, die sich danach auch verabschieden muss in eine andere Verpflichtung. Frau Dr. Peters, ich gebe gerne über an Sie.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, jetzt den Policy Brief vorzustellen und die Schwerpunkte, die wir dieses Jahr ausgewählt haben, Ihnen näher zu bringen. Und da und auch mein das ganz herzliche Dankeschön an die internationalen Kollegen, die diese hervorragende Datenbasis zur Verfügung stellen und diese exzellente Analyse. Und das, was wir in diesem Jahr besonders herausstellen wollen, ist der Triple Win. Das heißt, wie können wir in die Zukunft sehen und was können wir in dieser doch schwierigen Pandemiesituation und mit der Klimakrise vor uns tun, um Treibhausgase zu vermeiden, den Klimawandel zu stoppen und gleichzeitig etwas für unsere Gesundheit zu tun. Und wir haben ja in Deutschland den großen Vorteil, dass wir ein relativ reiches Land sind und dass wir eine sehr wissenschaftgetriebene Behandlung der Covid-19-Pandemie haben. Und wir haben außerdem ein sehr gutes Sozialsystem, was es uns erlaubt, einen Teil der sozioökonomischen Probleme abzufedern. Drum ist es umso wichtiger, dass jetzt die Innovationsschubmittel, die ja ausgeteilt werden, so genutzt werden, dass wir gleichzeitig ein Fortschreiten des Klimawandels vermeiden können, dass die Gesundheit gestärkt wird und dass nachhaltige Wirtschaftszweige gefördert werden, sodass wir eben am Ende wirklich für alle drei Bereiche einen Zuwachs haben. Und Dr. Oreshin hat ja schon Indikatoren gezeigt, die eben es ermöglichen, auf der einen Seite Vermeidung und gleichzeitig auch für die Gesundheit zu fördern. Und eine der Herausforderungen, die wir haben, ist ja immer wenn wir an Prävention denken, ist immer dieser Spagat zwischen, was kann die Gesellschaft tun und müssen andere tun und was kann ich selber tun, damit meine Gesundheit besser wird. Und deswegen haben wir diesmal Dinge ausgewählt, die ineinander greifen und die eigentlich beide Aspekte haben. Da kann die Gesellschaft was tun oder kann aber ich auch persönlich was tun. Und das bringt mich zu dem ersten Punkt der konkreten Maßnahmen, nämlich Empfehlungen und Maßnahmen umzusetzen, die gleichzeitig eine gesunde und eine nachhaltige Ernährungsweise dafür werben und sie unterstützen. Und da ist es einmal wirklich wichtig, dass wir uns gesund ernähren, aber auch nachhaltig und auch die Produkte, die angeboten werden in unseren Supermärkten, so bewertet werden, dass sie eben Ernährungsempfehlungen folgen, aber auch Qualitätsstandards erfolgen. Und da ist gerade in Deutschland sind zwei Bereiche immer noch drei Bereiche ein großes Problem. Das ist der hohe Fleischkonsum und mehr als die Hälfte aller Treibhausemissionen aus der Landwirtschaft kommen aus der Haltung von Wiederkäuern und Rindern. Da sind es die hochverarbeiteten und energieverdichteten Lebensmittel, für die man eben auch viele fossile Brennstoffe braucht. Und das ist das Essen, was wir wegschmeißen. Das ist ein Bereich. Der nächste Bereich ist wichtig, dass es verbindliche gesetzliche Regelungen zur Lebensmittelvermarktung gibt und dass insbesondere Kinder geschützt werden. Warum die Kinder? Einmal, dass sie lernen, was ist gesundes Essen, aber wir hier am Helmholtz-Zentrum München machen auch viel Diabetesforschung. Und da wissen wir, dass das, was wir essen, auch sozusagen triggert, wie unser Gehirn darauf reagiert. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir unsere Kinder früh richtig trainieren, damit sozusagen die Gehirnsignale, so wie die Hormone aus dem Darm im Gehirn verarbeitet werden, dass das so ist, dass gesundes Essen belohnt wird und nicht Fast Food. Und der dritte Bereich ist die verbesserte Ernährungsbildung. Da muss man sozusagen die Kenntnisse fördern, was ist denn wirklich gesund und was ist denn wirklich nachhaltig? Und sowas wie die Bio-Blaubeeren aus Neuseeland gehören vermutlich nicht dazu. Der dritte Bereich sind
hat auch wieder diese Elemente, dass ich etwas selber tun kann und dass gleichzeitig Politik gefordert ist, Lebensräume zu schaffen, die aktiven, nicht nur motorisierten Transport und andere Arten der körperlichen Bewegung auf allen Arten Ebenen fördern. Dr. Oreschin hat vorher die Zahlen zu der Feinstaubbelastung und die Fortschritte gezeigt, die wir insgesamt in der Welt gemacht haben, aber auch in Europa. Auch in Deutschland sehen wir langsam Fortschritte, aber nach wie vor haben wir immer noch vorzeitige oder vermeidbare Todesfälle, die zu früh auftreten aufgrund von Feinstaubbelastung. Und hier kann die aktive Mobilität einen großen Beitrag leisten. Das heißt, wir fordern, dass die Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrradfahren und Mobilität zu Fuß weiter ausgebaut wird. Und wir sehen ja auch positive Effekte jetzt in der Corona-Pandemie, dass sozusagen die Städte die Gelegenheit genutzt haben, die aktive Mobilität zu fördern. Viele von uns sind aufs Fahrrad umgestiegen, aber das muss nachhaltig bleiben können. Und wir brauchen auch nachhaltig Förderung für den öffentlichen Nahverkehr, der ja im Moment weniger genutzt wird aufgrund der Pandemie. Es ist wichtig, das aktive Pendeln zu fördern. Das heißt, dass wir zum Arbeitsplatz auch aktiv gelangen. Und dann ist ein weiterer Punkt der Zugang zu Grünflächen, dass das sichergestellt wird. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt, den wir fordern, nämlich dass das enorme Potenzial der Städte gefördert wird, dass der transformative Wandel, der dort möglich ist und dass dort die Nachhaltigkeit ein Primat ist in der Umsetzung. Weil wir haben vorher in dem Bericht von Dr. Oreschin gesehen, dass die Hitze nach wie vor das primäre Problem ist und die Auswirkungen auf die Gesundheit. Und es sind eben unsere Städte, die das nachhaltig reduzieren können, die nachhaltig Hitzeinseln vermeiden können. Und dazu müssen wir eben sicherstellen, dass die Stadtentwicklung nachhaltig wird auf der einen Seite und gleichzeitig eben Hitzeinseln vermeidet. Wir brauchen sozusagen neue Ideen, ein Smart Zoning, um auf der einen Seite kompakte Wege zu schaffen, um Distanzen zu reduzieren, auch um wieder aktive Mobilität zu fördern. Und das können wir machen, indem die Rahmenpläne in der Stadtentwicklung geändert werden und außerdem die interdisziplinäre und sektorübergreifende Zusammenarbeit weiter gefördert wird. Und da erscheint es uns jetzt als Gesundheitswissenschaftler, als Ärztinnen wichtig, dass wir da eben auch unser Angebot einbringen und uns einbringen in diese zukünftige Entwicklung. Ja, damit möchte ich an dieser Stelle enden und hoffen, dass sozusagen diese Verbindung zwischen unseren Forderungen, wie wir nachhaltig Gesundheit fördern können und Klimagase reduzieren können, klar geworden ist. Dann machen wir gleich weiter mit Martin Herrmann. Wir haben jetzt viel gehört über das große Ganze, über den Lancet Countdown Report 2020, jetzt die Anwendung, was das für Deutschland bedeutet, was wir in dem nächsten Jahr vor uns haben. Wir wollen jetzt aber noch mal einen Schritt zurücktreten und schauen, was mit dem letzten Policy Brief aus dem letzten Jahr passiert ist. Martin Herrmann von Klug wird uns dazu jetzt einen kleinen Abriss geben. Martin, zu dir. Ja, vielen Dank an alle Vorredner. Ich glaube, wir wissen ja alle, dass es keinen Mangel an Empfehlungen oder Strategien oder Ratschlägen gibt, was man tun sollte. Die große Frage ist praktisch nicht, dass wir noch weitere Empfehlungen dazu tun, sondern wie kommen wir damit auch in die Umsetzung? Deswegen ist es, denke ich, wichtig, bevor wir jetzt diskutieren, auch zu sehen, wie sind wir denn weiter fortgeschritten mit den Vorschlägen vom letzten Jahr. Also, es gab letztes Jahr eigentlich vier große Themen,
die vorgeschlagen wurden von dem letztjährigen Policy Brief. Das Wichtigste, das sich wie ein roter Faden durch alles durchgezogen hat, war, dass es zu einer Priorität werden muss, dass Klimawandel und Gesundheit in Deutschland als Thema verstanden werden muss und dass wir eben sehen, es ist die größte Herausforderung, die wir für Gesundheit auch in unserem Land haben. Dann gab es drei Empfehlungen, die konkret waren. Das erste war die Umsetzung von Hitzeaktionsplänen. Das zweite war, dass der CO2-Fußabdruck des Gesundheitssektors angegangen wird und überhaupt als Thema verstanden wird. Und das dritte war die Verankerung der Themen in der Ausweiter- und Fortbildung, und zwar flächendeckend, dass man in diese Richtung sich entwickeln sollte. Und jetzt will ich zu den drei Themen gleich was sagen, kann aber gleich auch einen Überblick geben. Es ist so, dass wir an allen vier Themen große Fortschritte gemacht haben. Gleichzeitig ist auch deutlich geworden, wie groß die Herausforderung ist und wie wenig bisher bekannt ist. Das heißt, das Gute, was passiert ist, wir haben sehr viel gelernt in diesem Jahr. Das, was wir aber auch gelernt haben, dass der Berg vor uns noch riesig ist, dass es eben noch relativ wenige Leute gibt, die über Fortbildung erreicht wurden. Und dass auch mit den Hitzeaktionsplänen zum Beispiel, das werde ich jetzt gleich noch weiter ausführen, dass wir zwar sehr viel besseres Verständnis haben, und die meisten Kommunen haben aber noch keinen entwickelt und wissen auch nicht, was sie da in die Richtung tun wollen. Also zu den Hitzeaktionsplänen. Das Umweltbundesamt, die Mediziner, medizinischen Experten innerhalb des Deutschen Wetterdienstes, das RKI, die verschiedenen wissenschaftlichen Institute, das Helmholtz-Zentrum, die sind viel intensiver vernetzt als vorher. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe, hat es im Sommer gegeben, zur Hitze 2020 von Wissenschaftlern, die zusammengearbeitet haben weltweit mit den ganzen Forschern, die in die Richtung was machen, von der WHO und auch von der Internationalen Wetterorganisation. Das heißt, die wissenschaftliche Zusammenarbeit hat sich intensiviert. Es hat sehr viele Vorträge zum Thema gegeben. In allen Vorträgen, die wir machen, spielt Hitze ein Thema. Das ist etwas, was sehr gut gelungen ist. Es gibt einige Städte, die angefangen haben, als Pilotprojekte Hitzeaktionspläne umzusetzen. Das ist zum Beispiel Köln. Dortmund fängt jetzt an, eine Stadt wie Trier und Städte wie Trier und Worms fangen damit an. Gleichzeitig ist es aber so, dass die allermeisten Städte noch keinen Hitzeaktionsplan haben. Das heißt, es liegt noch gut in den Schubladen der Länder, ist aber noch nicht in der Breite verteilt. Es ist auch nach wie vor so, wenn Sie in Unikliniken oder anderen Kliniken fragen, sagt mal, habt ihr denn schon mal eine Fortbildung gehabt zum Thema Hitze? Dann haben die meisten Ärzte und Pflegekräfte dazu keine Fortbildung gehabt. Das heißt, es gibt auch in den Kliniken und in vielen Pflegeheimen keine entsprechenden Pläne. Und das wird die Herausforderung für nächstes Jahr sein, dass wir da einen Durchbruch schaffen, dass es einfach anfängt, ein Standard zu sein, dass jede Stadt, jedes große Krankenhaus dafür einen eigenen Plan entwickeln muss. Zum zweiten Thema, zum CO2-Fußabdruck. Auch da ist es so, dass es als Thema gesetzt ist, in vielen von den Vorträgen stattfindet. Es gibt in vielen Städten oder Health for Future-Gruppen gibt es Arbeitsgruppen dazu. Es gibt das Projekt Click Green, was inzwischen immer mehr Kliniken erreicht. Ein sehr wichtiger Fortschritt in diesem Jahr war auch der Wechsel von Einsparungen zu machen und Dinge zu verbessern, hinzu, dass der Klimasektor selber sich verpflichten muss, in Richtung Klimaneutralität bis 2035 zu gehen. Da gab es zum Beispiel auch schon Diskussionen dazu, dass es da eine Resolution beim Bundesärztetag hätte geben sollen. Die werden sicher nächstes Jahr wieder aus der Schublade geholt. Und das ist vielleicht die größte Veränderung, dass wir nicht mehr von Einsparungen sprechen, sondern von der Notwendigkeit zu einem klimaneutralen Gesundheitssektor. Und ein zweiter sehr wichtiger Schritt, dass es nicht nur um die Emissionen geht, die wir direkt vor Ort verursachen, sondern die wir verursachen durch das, was wir einkaufen, was wir über unsere Lieferketten verursachen. Das ist also ein weit gefasster Begriff von Klimaneutralität. Gleichzeitig sind wir aber insgesamt in noch sehr wenigen Kliniken an einem Punkt, wo es konkrete Pläne gibt. Es gibt einige, da ist zum Beispiel die Frau Professor Weimann hier im Raum, die hat in Geisach ist sie dann Vorreiter. Es gibt eine Klinik in Berlin, die sind Vorreiter. Es gibt jetzt eine erste Klinik in Havelhöhe, die haben sich verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu sein. Also es ist Bewegung da, aber auch noch ein riesiger Weg vor uns. Zum Thema Fortbildung ist es ähnlich. Es hat sehr viele Vorträge gegeben. Es gibt die Planetary Health Vorlesungsreihe, die wir hier initiiert haben von Klug, die weltweit die größte Vorlesungsreihe ist mit dem Durchschnitt 1000 Teilnehmern. Inzwischen wird es angeschaut in über 70 Ländern. Also da werden die Konzepte sind da.
Es gibt an vielen Universitäten inzwischen Wahlfächer dazu. Es gibt ärztliche Fortbildungen. Es ist in die Musterweiterbildungsordnung eingefügt worden als ein Punkt. Es ist beim Institut für Prüfungsfragen gibt es eine Arbeitsgruppe dazu. Also es fängt überall an zu sprießen. Wir machen auch viele Vernetzungen in die Richtung. Gleichzeitig ist es so, dass wir mehrere Millionen Gesundheitsberufe haben und die allermeisten davon haben diese Verbindung zwischen Klimawandel und Gesundheit und Planetary Health noch nicht verstanden. Und wie es die Sabine auch gesagt hat, auch in der Politik, bei Bundestagsabgeordneten, in Ministerien, in Behörden, in Städten ist diese Verbindung noch nicht wirklich verstanden. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wenn das als eine Priorität verstanden ist, dass es auch eine große Möglichkeit schafft, eben Menschen zu mobilisieren. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die mit diesen Forderungen und Empfehlungen ganz konkret umgehen. Aber der Berg ist sicher sehr groß. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen, die zusätzlichen Empfehlungen von dieses Jahr mit zu übernehmen und als Gesamtmaßnahmen aller die Empfehlungen von letztem Jahr, von diesem Jahr und die anderen Themen, die da noch mit auf der Agenda sind, doch jetzt sehr schnell in die Breite der Öffentlichkeit, der Politik und zu allen unseren Kollegen in den Gesundheitsberufen zu bringen. Danke. Vielleicht mehr dann auch in der Diskussion noch dazu. Und ich freue mich auch auf Kommentare von anderen dazu, wie Sie das bewerten. Ja, herzlichen Dank, Martin, für diesen Abriss, was alles schon passiert ist und wie groß der Berg ist, den wir noch vor uns haben. Sie finden alle Berichte, sowohl den deutschen Policy Brief als auch den Lancet Countdown Bericht von diesem Jahr auf www.klimagesund.de. Können Sie sich dort runterladen, verteilen und natürlich lesen und auch gerne an Personen in Ihren Institutionen verteilen, damit wir eine möglichst große Masse an Personen auch erreichen. Wir haben jetzt vor uns Einblicke in nicht übertragbare Erkrankungen von Professor Dr. Anja Bosi-Westphal von der Deutschen Allianz Klima in nicht übertragbare Krankheiten. Dank und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Der Vortrag wurde ja schon bereits angekündigt, deswegen halte ich mich kurz. Frau Bosi-Westphal, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, also das ist ja ein ziemlich großes Thema, was ich hier in 10 Minuten habe. Ich starte auch gleich sofort. So, jetzt geht die Folie nicht so richtig weiter. Jetzt, aha. Die Lancet Obesity Commission hat ja schon Anfang des letzten Jahres festgestellt, dass eigentlich die globalen Pandemien Adipositas, Mangelernährung und auch Klimawandel zusammenhängen. Frau Gabrisch hat es ja auch schon erwähnt. Wir sprechen von einer Syndemie, weil wir hier eine zeitliche, örtliche Überlappung haben. Wir haben eine Interaktion zwischen diesen Problemen. Wir haben gemeinsame Ursachen. Und natürlich, Übergewicht ist auch assoziiert mit der Corona-Pandemie. Also wir haben hier Risiko für schwere Verläufe von Covid-19. Dieses Risiko steigt einfach mit dem Body-Mass-Index, wie Sie sehen können. Und die katastrophalen Folgen der Pandemie in den USA, die sind auch dadurch erklärt, dass die USA zu 40% schweres Übergewicht haben, also Adipositas, und weitere 30% der Bevölkerung sind übergewichtig. Also auch da schlägt natürlich die Pandemie erheblich zu. Und in Deutschland haben wir schon 2/3 der Männer und die Hälfte der Frauen, die übergewichtig sind, und 1/4 der Erwachsenen sind auch schwer übergewichtig. Also wir sind auch in der Richtung eine Gesellschaft mit hohem Risiko. Und natürlich ist es so, dass das Risiko für eine Infektion höher ist bei Komorbiditäten der Adipositas. Und Adipositas selber macht auch viele andere Risikofaktoren für die Pandemie, wie eine erhöhte Blutgerinnung und Schwierigkeiten bei der Immunantwort. Alles das ist natürlich mit ein Faktor. Ich selber beschäftige mich in der Forschung mit der Körperzusammensetzung und ich sage immer, das Problem der Überernährung wird total unterschätzt, denn auch relativ schlanke Menschen haben das Problem der Überernährung heute schon, und nicht alle können sehr viele Fettzellen bilden, das heißt, dann sieht man es nicht so sehr von außen, aber das innere Fett ist bei vielen da und das Risiko dann daher auch erheblich. Es kommt zu einer Verfettung der Magermasse und ja, auch schon mit niedrigerem BMI ist das Risiko erhöht. Und es ist natürlich die Frage, warum jetzt wir übergewichtig werden als Ernährungsmittel.
Ernährungsmedizinerin beschäftige ich mich ja viel damit. Und unser Lebensmittelangebot ist mir da auch wirklich ein Dorn im Auge, denn das beeinflusst ja auch, wie wir essen. Also hochverarbeitete Lebensmittel, das sind ja schon genannt worden, Frau Peters hat auch, ist auch schon in ihrem Vortrag darauf eingegangen. Hochverarbeitete Lebensmittel führen dazu, dass wir davon mehr essen. Es ist hier in dieser Interventionsstudie klar gezeigt worden, 500 Kilokalorien mehr, wenn wir hochverarbeitete Lebensmittel vor uns haben im Vergleich, wenn die Gruppe wenig verarbeitete Lebensmittel gegessen hat, hat sie sogar abgenommen über die Zeit. Also ein großer Unterschied. Wie sehen dann hochverarbeitete Lebensmittel eigentlich aus? Also wir kennen sie alle. Das ist Fast Food, gezuckerte Limonaden, Snacks, Chips, Naschereien, Kekse und all so etwas. Es sind viel Convenience-Produkte natürlich, die haltbar gemacht sind, sich ewig halten und Fertigprodukte überaus attraktiv und überaus schmackhaft sind. Und für die Hersteller sehr profitabel sind. Die Zutaten dafür sind billig. Die verdrängen überall auf der Welt die traditionellen Lebensmittel und Ernährungsweisen, was ein großes Problem darstellt. Und sie werden sehr intensiv beworben, sind attraktiv verpackt und die sind auch deswegen so billig, weil die externen Kosten, die sie für die Gesundheit und für die Umwelt machen, einfach gar nicht eingepreist sind. Und Sie können eben sehen, hier in dieser einen Studie, es gibt natürlich noch viele weitere dazu, dass die Beziehung da ist zwischen dem Verzehr hochverarbeiteter Lebensmittel und der Mortalität. Diejenigen, die mehr als 4 Portionen pro Tag an hochverarbeiteten Lebensmitteln verzehren, die haben eine 62% höhere Gesamtmortalität. Und es gibt auch eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Mit jeder Portion an hochverarbeiteten Lebensmitteln steigt die Gesamtmortalität um 18% an. Und wir wissen eigentlich auch die Ursachen, also wir kennen die Risiken der hochverarbeiteten Lebensmittel. Natürlich viele Mechanismen, die da zugrunde liegen, aber im Grunde genommen sind es schlechte Kohlenhydratqualität, also schnell verfügbare Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen und Limonaden, die uns übergewichtig machen. Der hohe Verzehr tierischer Fette ist auch schon angesprochen worden, hoher Verzehr auch von Wurstwaren, also hochverarbeitete Fleischprodukte. Und mit viel gesättigten Fetten und so weiter. Wenig sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wenig Ballaststoffe, geringe Dichte an Mikronährstoffen, viel zu viel Energie, viel zu hohe Energiedichte. Ja, auch Zusatzstoffe möglicherweise, abträgliche Stoffe aus der Prozessierung, unter Verpackung. Ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Und tatsächlich ist es so, dass wir etwa die Hälfte unserer täglichen Kalorien schon in Form von hochverarbeiteten Lebensmitteln verzehren. Also ganz erheblich. Ja, was dem Verbraucher nun helfen soll, gesunde von ungesunden Lebensmitteln zu unterscheiden, ist ja der Nutri-Score. Und Dank hat sehr dafür gekämpft, dass der Nutri-Score auf den Lebensmitteln drauf ist, drauf sein kann. Und Dank vereinigt 22 medizinische Fachgesellschaften, Vereine und Forschungseinrichtungen im Kampf gegen die nicht übertragbaren Erkrankungen. Und ich muss Ihnen sagen, natürlich kann der Nutri-Score theoretisch, das ist auch hier auf der Seite eine Studie dazu beitragen, dass wir die richtige Lebensmittelauswahl treffen. Aber auch der Nutri-Score hat natürlich ein paar Schwächen und eignet sich eigentlich vor allem bei dem Produktvergleich innerhalb derselben Kategorie. Sie sehen hier zwei Fertigpizzen. Die eine hat einen besseren Nutri-Score, weil sie weniger Fett, Salz und Energie hat und ein bisschen mehr Gemüse. Trotzdem, wenn man den Nova-Score ansieht, dann sind das beides hochverarbeitete Produkte. Also Nutri-Score hat auch Grenzen. Und ein weiteres Problem ist natürlich, dass wir immer davon ausgehen, dass der Verbraucher rationale Kaufentscheidungen trifft. Aber das ist eine Illusion. Also das wissen schon die Verhaltensökonomen und auch die Spezialisten für Neuromarketing, dass es nicht so ist. Kaufentscheidungen fallen weitgehend unbewusst und emotional. Und 70% der Käufe werden auch erst spontan vom Regal getroffen. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Verhältnisprävention. Und am Verhalten alleine reicht es nicht zu schrauben. Und wichtig ist auch, Deutschland ist zunehmend außer Haus und zunehmend Fertigprodukte. Das heißt, wichtig ist natürlich auch, dass wir hier andere Lebenswelten adressieren, dass wir gesunde Entscheidungen hier auch erleichtern, wenn es um Gemeinschaftsverpflegung geht. Auch wenn wir bereits eine übergewichtige Gesellschaft sind und das Problem der Überernährung eigentlich fast jeden in Deutschland betrifft, so schreiben wir doch immer noch die Verantwortung für das Übergewicht jedem Einzelnen zu. Das führt auch zu einer erheblichen Stigmatisierung der Betroffenen. Und hier in der Lancet Obesity Commission ist auch festgestellt worden, wenn wir die Verantwortung für das Übergewicht jedem Einzelnen zuschreiben, übersehen wir eigentlich die eigentlichen Ursachen des Problems.
Ja, ein Beitrag zur Änderung unserer ungesunden Lebenswelt ist auch von Dank die vorgeschlagene Mehrwertsteuer für ungesunde Lebensmittel. Das heißt, eine höhere Mehrwertsteuer für ungesunde Lebensmittel und vielleicht eine günstigere Steuerbegünstigung für gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Das wäre eine Möglichkeit, natürlich die Umwelt zu verändern. Hochverarbeitete Lebensmittel haben nicht nur eine schlechte Ernährungsqualität zur Folge, sondern sie zerstören auch unsere Umwelt. Darauf will ich am Ende jetzt auch noch ein klein bisschen eingehen. Und zwar haben wir es natürlich zu tun im Supermarkt mit einer scheinbar unendlichen Lebensmittelvielfalt. Alles ist so wunderbar bunt verpackt. Tatsächlich ist aber die Hälfte der weltweit konsumierten Kalorien aus pflanzlicher Nahrung eigentlich nur auf Basis von wenigen Rohstoffen wie Weizen, Mais, Reis und Soja könnte man noch dazu nehmen. Da sehen Sie hier zwei Beispiele, so eine Fertignudeln, die eigentlich nur aus Weizen bestehen oder auch die Chicken Nuggets, eigentlich das Hähnchenfleisch, das Hähnchen ist schon mit Mais gemästet worden. Rundrum die Panade besteht aus Maisstärke und Maismehl. Das Ganze ist in Maismehl frittiert und der Dip besteht auch aus Mais. Also wir haben es zu tun natürlich mit einem großen Problem hier, was die Vielfalt angeht. Also hier von den 250.000 bekannten Pflanzenarten sind wirklich 30.000, über 30.000 essbar. 120.000 werden tatsächlich angebaut und über drei letztendlich dienen als Basis für 50% der Lebensmittel, die wir essen. Wir haben eins zu tun mit einem großen Verlust an Agrobiodiversität und das hat natürlich auch Umweltzerstörung zur Folge und natürlich auch weitere Probleme. Und dieser Verlust an Biodiversität betrifft natürlich auch das Ökosystem rundherum. Jetzt ist die Industrialisierung und die Globalisierung unseres Ernährungssystems natürlich, führt das dazu, dass wir immer größere Betriebe haben und immer größere Lebensmittelkonzerne haben. Und das hat natürlich macht dann überhaupt die ökonomischen Vorteile der Massenproduktion erst nutzbar und ermöglicht auch erst diese langen Lieferketten. Gut, aber die Folgen sind natürlich klar für die Umwelt. Und die Corona-Krise hat tatsächlich, das ist ja auch schon thematisiert worden, hat tatsächlich ein bisschen das Essverhalten verändert. Sie sehen das hier in der Erhebung, dass in Deutschland wieder mehr gekocht wird. Es wird wieder mehr selber zubereitet. Das heißt auch tatsächlich gemeinsame Lebensmittelverzehr, dass man gemeinsam isst und kocht, das passiert wieder häufiger. Das ist ja schon mal eine tolle Nachricht. Auch ist es so, dass offensichtlich das Interesse wieder wächst an regionalen Produkten. Es wird wieder mehr auf dem Wochenmarkt eingekauft, mehr beim Hofladen eingekauft. Auch das ist natürlich etwas, wo vielleicht die Pandemie und die Klimakrise auch als eine Chance verstanden werden kann für einen Wertewandel. Und ich möchte eigentlich auch schließen mit diesem schönen Zitat von David Beasley, Executive Director of the World Food Program. Our collective response to the COVID-19 pandemic must plant the seed for more resilient, more sustainable food systems. Und wir machen einfach durch unsere Ernährung nicht nur unsere Gesundheit kaputt, wir sind anfälliger dann auch für die Pandemie und wir zerstören natürlich durch unsere Ernährung unsere Umwelt. Und das ist klar, dass wir was ändern müssen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Wosi Westphal. Ich fand es nochmal ein toller Zoom in eine der Empfehlungen des deutschen Policy Briefs vom Lancet Counter. Und ich glaube, damit wurde nochmal sehr viel, viel klarer. Herzlichen Dank. Wir haben nun in der letzten Stunde und 17 Minuten viele kompakte Vorträge gehört. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auch viele konkrete Empfehlungen und wollen jetzt gern mit Ihnen ins Gespräch kommen in den nächsten 45 Minuten für Fragen und kurze Statements. Also was ich eigentlich das Spannendste finde, ist die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Vorträgen zu sehen. Also wie das alles zusammenspielt. Und das hat man eben im letzten Vortrag von der Anja Böse-Westphal sehr gut gesehen. Alleine wenn ich auf die nicht kommunizierbaren Erkrankungen gehe und zur Erinnerung für alle, das sind ja die, die uns am meisten beschäftigen. Das ist die größte Krankheitslast, die wir haben. Fast die meisten chronischen Erkrankungen hängen eben auch mit Ernährung und Bewegung zusammen. Und wenn man dann aber mitbedenkt, dass bisher auch in den Ernährungsempfehlungen das Thema Nachhaltigkeit nicht priorisiert war, dann sieht man, dass da eben jetzt sehr schnell ein Umdenken nötig ist. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns eben daran erinnern, Ernährung alleine und die Art, wie wir praktisch Landwirtschaft betreiben, hat ein Viertel, trägt zu einem Viertel zu den Klimaemissionen bei.
Und das ist nach wie vor das Thema, wo es am schwierigsten ist, wenn man sich vorstellen kann, wie das sich stark verändert. Das heißt, da ist mit der größte Druck, in diesen Bereich reinzugehen. Und wir haben schon intern überlegt, genauso wie wir natürlich Patienten beraten, wenn sie Diabetes haben und sagen, gut, jetzt haben wir es diagnostiziert, jetzt müssen wir über deine Ernährung reden, müssen wir eigentlich allen Patienten gegenüber sagen, und wie hältst du es mit der Ernährung? Und sie darauf hinweisen praktisch, dass diese stark prozessierten Nahrungsmittel ungesund sind und genauso auch wenn sie sich eigentlich gesund ernähren, dass sie auch darauf achten, woher die Dinge kommen und ob die nachhaltig sind oder nicht, weil sie damit ein Risiko für das Gemeinwohl, für die Gemeinschaft rausnehmen. Und das ist vielleicht der zweite sehr wichtige Punkt, dass wir eben wegkommen müssen von dieser Überindividualisierung in unserer Betrachtung von Patienten. Das ist eine Dimension, das Individuelle, aber wir müssen sehr stark auf die Communities, auf die Stadt, auf das, was praktisch in Familien, in einer Firma passiert, schauen, wie wir das verändern können. Das war gestern auch in der Diskussion, die wir in der Planetary Health Vorlesungsreihe hatten, wo zwei gesprochen haben über Mental Health einerseits und das andere war ein Bericht aus Sambia über die Bedrohung dort durch Umweltverschmutzung, durch Pollution. Und beide hatten eigentlich unabhängig voneinander stark darauf hingewiesen, wie extrem wichtig die Communities sind, die Gemeinschaften, in denen wir leben, dass wir eben wegkommen müssen von dieser Individualisierung. Okay, herzlichen Dank. Das ist ja aus Public Health Theorie der Setting-Ansatz, ne? Familie, Stadt, Kommune. Das ist natürlich klassisch, aber auch da, wo wir große Wirkungen erzielen können. Ich gehe jetzt nur mal die gehobenen Hände hier durch. Cornelia Bultmann, gerne Ihren Beitrag. Ja, danke schön. Ja, ich bin Cornelia Bultmann. Ich bin Hausärztin in Bielefeld seit 30 Jahren und jetzt seit diesem Jahr auch verbunden mit der Universität, weil hier eine medizinische Fakultät gegründet wurde, die im kommenden Winter, also in einem Jahr, mit dem Medizinstudium beginnt. Und mein Thema ist das Lange, mit dem wir hier beschäftigt sind. Und mir geht es um diesen Teil Verhältnisprävention im Moment, weil es auch, also und die Kliniken erlebe ich da als besonders herausgefordert. Und da ist meine Frage auch, also die Kliniken an sich in ihrem Fußabdruck zur Klimaneutralität zu bewegen. Und Martin hat das ja vorhin schon gesagt, es gibt auch Kliniken, die da auf dem Weg sind. Und das andere ist aber das, was in den Kliniken in den letzten Jahren, also zumindest hier in Bielefeld passiert ist, ist, dass die Kantinen umgerüstet wurden. Es gab hier mal verschiedene Superkliniken, also gerade im Bethel-Bereich, wo es gutes Essen gegeben hat, wo ein großes Gemüse- und Salatangebot war, wo es zu Bethel einen Biolandwirtschaftsbetrieb gibt. Und mittlerweile gibt es einen Switch. Es gibt nur noch eine riesengroße Kochküche für ich weiß nicht wie viele Patienten. Und die Patienten beklagen sich auch über das, was es zu essen gibt. Wie kann man da den Fuß in die Tür, in die Verantwortung bringen, dass in den Kliniken, allein wenn da das Essen anders wäre, was ich in der Praxis mache, in 1:1, das ist mehr eine Unterstützung für den Patienten. Ja, eine Solawi gibt es da gibt es so. Aber das ist doch ein viel größerer Raum, wo etwas passieren kann. Und da wünsche ich mir irgendwie den Fuß reinzukriegen. Vielleicht spreche ich Klaus Reinhardt, der ja auch aus Bielefeld ist, nochmal an, ob er da nicht mal was unternimmt. Ja, herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir sammeln 2, 3 Fragen und dann können wir schauen, welche Sprecherinnen und Sprecher auch darauf reagieren wollen. Herzlichen Dank, die nehmen wir mit, die Frage des Fußabdrucks und auch des Kantinessen. Ich gebe jetzt weiter an Katharina Wabnitz, die auch schon eine Frage im Chat geschrieben hatte. Genau, ich wollte die Frage einfach direkt Gerne. Stellen. Und zwar, genau, ich bin Katharina Wabnitz, bin Ärztin und arbeite im Moment als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Public Health an der Uni in Cambridge und an der Uni in München. Und ich mache es jetzt in Englisch. I would like a question directly to Professor Oreshin, actually, about energy efficiency, whether you could elaborate a bit more on your point that we need more energy efficiency. I found that a little bit counterintuitive because my question is, haven't we already reached limitations in their natural limitations in terms of that technically achievable efficiency? And isn't it time to actually really completely switch to a different form of generating, producing energy? Thank you.
The answer is yes, we do need to both decarbonize our supply and also reduce our demand. There are many energy efficient technologies which have not been implemented throughout the world, and there is massive technical potential. The balance between how much of the heavy lifting of decarbonisation is going to happen between increased renewable energy decarbonised supply and how much of it is going to be achieved through reduced demand is changing. And that's because the price of different renewable technologies has been dropping, and in some cases has been dropping quicker than some of the efficiency technologies. But given the timescales that that we have to rapidly decarbonize our whole energy system over the next three decades, we will have to do both. We will have to both decarbonize our supply, move over to renewables mostly, and we will have to reduce our demand. And there are many efficient technologies for doing that. For example, heat pumps. Heating is still one of the biggest sources of energy demand globally, and a heat pump can use a third of the energy that a conventional boiler might use. Thank you. Yeah, thank you very much, Tatsch, for exploring this topic. I switch back into German. herzlichen Dank. Frau Litvinovic, ich habe gesehen, Sie hatten eine Frage und sind dann aus dem Chat gefallen. Sind Sie wieder da? Ja, ich bin wieder da. Gerne. Können Sie gerne Ihre Frage oder Ihr Statement äußern? Also ich finde es zum einen wunderbar, dass sowohl die Klimaneutralität und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen jetzt Platz greift. Wir haben ja vom Bundesumweltministerium diese Click Green Förderprojekte, um die ja da auch voranzubringen, weil der Gesundheitssektor ja auch einen nicht unerheblichen Anteil an den Gesamtemissionen hat. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Bereich, den wir da auch weiter angehen müssen. Was die Vorrednerin eben als Statement brachte hinsichtlich der Ernährung in den Krankenhäusern, da hat UK schon vor Jahren einen Vorstoß gebracht, eben die Ernährung in den Krankenhäusern auch nachhaltig und verbessert auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, da haben wir wirklich viel Potenzial, dass wir auch da wirklich eine Ernährung bereitstellen, die den Menschen auch hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Denn gerade die Ernährungssituation, Antoine Béchamp hat ja schon darauf hingewiesen, dass das Milieu so wichtig ist als Nährboden für Krankheitserreger. Und wenn man da den einzelnen Körper trainiert, hat man in jedem Fall eine gute Situation für sich selber geschaffen, aber auch für die Umwelt, weil es ja alles zusammenhängt. Und auch ein Körper, der mit lebendigen Lebensmitteln versorgt ist, der reagiert ganz anders. Das Bauchhirn des Menschen kann ganz anders agieren als das eines Menschen, was nur mit Fastfood-Produkten versorgt ist. Also von daher bin ich sehr dankbar, dass das jetzt auch im Lancet aufgegriffen wurde. Wir weisen da seit 2007 hin und hatten auch schon Veranstaltungen im Rahmen der Klimakonferenzen. Da wurde zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass wenn UK den Verbrauch an rotem Fleisch auf weißem Fleisch umstellen würde, die NCDs erreicht werden könnten. Also da liegt ein ganz großes Potenzial, sowohl für die Gesundheit der Menschen als auch für das Klima. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich nehme auch daraus mit, auch vor allem auch in andere Länder zu schauen und zu schauen, was da schon passiert und was man vielleicht auch lernen kann. Ich habe jetzt Christian Schulz und würde dann Frau Lunderhausen
bitten, sich schon bereit zu halten. Christian Schulz, bitte. Ich bin Anästhesist aus München am Universitätsklinikum der TU. Ich habe einen Kommentar noch zum Essen gerne und eigentlich damit verbunden ein Statement. Es war die Frage nach dem Essen in Bielefeld, das schlechter geworden ist in den letzten Jahren. Und in meinen Augen ist ganz klar der Grund dafür diese Ökonomisierung im Gesundheitswesen und der damit verbundene zunehmende Kostendruck natürlich, der sich an allen Stellen niederschlägt und eben damit auch am Essen. So, jetzt spart man wahrscheinlich, wenn wir da umstellen, das Essen wenige Cent bezogen oder vielleicht auch wenige Euro bezogen auf den Patienten pro Tag. Das fällt in der Gesamtsumme ja gar nicht ins Gewicht. Das heißt, es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was letztendlich in kleinen Details passiert, aber langfristig negative Konsequenzen hat, sowohl in ökologischer Sicht als auch in Bezug auf die Gesundheit der Patienten. Das heißt, wir Ärzte müssen an der Stelle viel lauter werden in unserer Stimme, und zwar nicht natürlich nur in Bezug auf das, was der Martin gesagt hat, in Bezug auf unsere Möglichkeit, die Patienten zu beeinflussen, sondern wir müssen auch in der Gesellschaft lauter werden, um an der Stelle auch von der Politik wieder besser gehört zu werden. Und die Grundlage für eine ökonomische Berechnung darf nicht kürzer sein als eine Legislaturperiode, sondern sollte halt 3-4 Legislaturperioden umfassen, dann kriegen wir auch wieder eine vernünftigere Medizin am Ende. Herzlichen Dank. Ich würde jetzt noch Frau Lunderhausen nehmen und dann frage ich einmal an die Sprecherinnen und Sprecher zurück, die sich nochmal äußern wollen. Ja, schönen Dank, Frau Voss. Frau Bultmann, Sie wollten ja mit Klaus Reinhardt reden. Ich bin ja hier, um ihn zu vertreten. Deswegen nehme ich das gern auch mit. Und mein Vorredner, Herr Schulz, Sie haben es schon auf den Punkt gebracht. Das ist ein grundsätzliches Problem, nicht der Ökonomisierung, sondern der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens. Und ich denke, wir können das nicht oft genug als Ärzteschaft auch reklamieren und beklagen. Und ich glaube, da ist auch, ich hatte es eingangs gesagt, sicherlich eine Möglichkeit, am nächsten Deutschen Ärztetag sich zu artikulieren in dieser Hinsicht im Gesamtkontext mit den Klimafragen, die heute von Ihnen aufgeworfen sind. Und ich sehe das ganz genauso. Eine rein kommerzielle Frage. Ich kenne das hier, ich komme aus Erfurt, ich kenne das hier von einem ganz großen Krankenhaus. Die lassen das Essen in Bad Hersfeld, Hanau, weiß ich wo, herstellen und lassen das dann transportieren. Erstens mal schmeckt es nicht, zweitens ist es ungesund und drittens kommt natürlich noch eine andere ökologische Frage dazu, nämlich der Transport. Also und die Verpackung. Also ich denke, wir müssen da dringend auch uns laut artikulieren und ich glaube, dass wir da auch im nächsten halben Jahr Gelegenheit dazu haben. Und wir haben uns als Bundesärztekammer ohnehin auf die Fahnen geschrieben, die Frage der Kommerzialisierung im Gesundheitswesen entgegenzuwirken. Und da ist das natürlich ein Baustein dabei. Nochmal vielen Dank für die Anregung. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne einmal an die Sprecherinnen und Sprecher zurückfragen. Frau Peters, Frau Bosi-Westphal, Martin, gibt es darauf noch Reaktionen? Also ich will vielleicht kurz was sagen zu der Frage von der Frau Bultmann. Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, in den Krankenhäusern und anderen Einrichtungen innerhalb der Häuser Druck zu machen und einfach anzufragen und auch Hinweise zu geben, dass das auch anders geht. Es gibt ein Beispiel, das in der Planetary Health Vorlesungsreihe vorgestellt wurde von den psychiatrischen Kliniken in Münster, die das ganz toll gemacht haben. Jeder, der Interesse hat, kann sich das anschauen oder nachfragen da bei uns. Und das hat eben dazu geführt, dass sie vielleicht 50 Cent oder sowas mehr pro Tag haben. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist nach oben gegangen. Die Zufriedenheit der Patienten ist nach oben gegangen. Sie machen sehr viel und sehr klar auch für die Umwelt in diesem Punkt. Aber natürlich reicht es nicht aus. Wir müssen dann, so wie der Christian gesagt hat, ganz stark Druck machen, auch in der Gesellschaft und einfach sagen, es kann nicht sein, dass wir ungesundes Essen praktisch in Krankenhäusern haben. Dafür muss genug Geld da sein. Das muss ein Platz sein, wo wir eigentlich gesundes Essen lernen wieder und Beispiele davon bekommen, wie das sein kann. Weil wir, das mit die größte Herausforderung ist für das ganze Gesundheitswesen eben, dass wir uns schlecht ernähren und die Konsequenzen davon haben enorme wirtschaftliche Auswirkungen, die man gar nicht hoch genug ansetzen kann. Da müssen wir dran und da müssen wir eben auch natürlich die Machtinteressen, die es gibt, um die bestehenden, so wie es die Machtinteressen für fossile Brennstoffe gibt, gibt es genauso Machtinteressen dafür, dass die Ernährung so weitergeht wie bisher oder sogar sich noch verstärkt. Und da müssen wir halt dran gehen und sagen, das kann nicht sein und wir müssen das neu machen, ich glaube, auf allen verschiedenen Ebenen.
Okay, dann gebe ich gerne Dieter Lehmkuhl das Wort. Ja, also guten Tag, Dieter Lehmkuhl. Ich bin Psychiater im Ruhestand und Mitglied des Vorstandes bei Klug. Ich habe noch einen Kommentar oder eine Frage zu dem transformativen Potenzial der Städte. Ich habe es gestern auch in die Mailingliste gegeben. Vor ein oder zwei Tagen war ein Panel der Climate Change Coalition in Berlin-Brandenburg, einen neuen Forschungsverbund, und da hat die Leiterin des Wassermanagements der Stadt Berlin für mich einen wichtigen Kommentar gegeben. Sie meint, mit vielen Partnern, mit denen sie in der Verwaltung zu tun haben, die haben schon die Dringlichkeit und die Ernsthaftigkeit des Klimawandels verstanden, aber sie sind überfordert durch die Komplexität des Themas, und sie haben keine Handlungsoption und kein Wissen des Handelns und sehen immer nur einen Teilaspekt des Problems und nicht die verschiedenen Aspekte. Ich glaube, das ist auch ein großes Teilproblem. Und sie sprach da auch, sie haben nicht die Freiheit zum Handeln, weil ihnen die Ressourcen fehlen und das Wissen fehlt. Kann jemand vielleicht das kommentieren, weil wir der Policy Brief 2020 ja auch das als eines der Schwerpunkte gesetzt hat. Und wenn wir da die Stimme der Gesundheit mit einbringen wollen, welches sind die Foren, wie kann man dieses Problem angehen? Ja, herzlichen Dank. Ich sehe schon Martins Hand nach oben schnellen, würde aber gerne noch Anja Leetz zu Wort kommen lassen. Ja, einen schönen guten Tag, Anja Leetz. Also ich wollte einfach nur noch mal den Hinweis geben, dass Healthcare Without Harm hat vor Jahren schon verschiedene Beispiele und Berichte gebracht von Krankenhäusern, wie gute Ernährung auch läuft. Also da gibt es viele Beispiele. Und mein anderer Punkt, der jetzt auch schon gebracht wurde, wir reden ja auch im Global Health Field von kommerziellen Determinanten. Also wir haben es ja immer noch nicht geschafft, in Deutschland zum Beispiel eine Zuckersteuer einzuführen. Im Vergleich andere Länder sind da schon viel weiter, und insofern ist es eben auch politisch. Also ich würde auch gerne noch mal ein bisschen wegkommen von den Patienten oder von dem Einzelnen. Sicher ist es wichtig, dass jeder Einzelne was tut, auch im Bereich Energieeinsparung oder Ernährung und Verhalten. Aber trotzdem, wir müssen immer wieder auf diese politische Ebene gehen, denn nur da können wir, oder Regulierung, und da können wir, sehe ich auch einen Weg, wie wir zum Beispiel nachhaltiger auch leben können. Und dann das muss wirklich auf der politischen Ebene geregelt werden. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt ja auch eine neue Unterabteilung eingerichtet, wo es auch Referate zu Nachhaltigkeit und zu Klimawandel geben. Ich glaube, das sind erste gute Anzeichen, aber gleichzeitig muss man jetzt genau da ansetzen und weitermachen. Aus dem Chat habe ich gesehen, Frau Trippel und Frau Treidel-Hoffmann mit einer Frage. Vielleicht in der Reihenfolge, und dann geben wir an Martin und die anderen Sprecherinnen und Sprecher zurück. Frau Trippel, bitte. Ja, hallo. Meine Frage war, ob hier eigentlich jemand vom Gesundheitsministerium da ist, der mir berichten könnte, inwiefern sich das Gesundheitsministerium zu diesem ganzen Thema engagiert, also jetzt Notfallpläne, Allergieprävention, alles, was wir dazu gehört haben. Schaue ich einmal in die Runde. Ich habe jetzt nicht gleichzeitig ganz den Überblick über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und die Personen, die sich jetzt dazu streamen, kommen jetzt hier leider nicht zu Wort. Ich kann ja mal eine Sekunde warten. Ansonsten nehmen wir das als Handlungsauftrag, an das Gesundheitsministerium heranzutreten und genau diese Frage noch einmal zu stellen. Claudia, machst du weiter? Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich nach Katja Trippel sprechen darf, mit der ich gerade ein Buch zum Thema Klimawandel und Gesundheit schreibe. Also mein Name ist Claudia Treidel-Hoffmann. Ich leite die Hochschulambulanz und das Institut für Umweltmedizin an der Technischen Universität München und auch in Augsburg. Und erstmal an Sie, Frau Lundershausen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das, was Sie gesagt haben. Also, dass nämlich der Patient kein Patient ist mehr, sondern ein Kunde, das ist etwas, was mich in meinem täglichen Arztleben umbringt, also wirklich umbringt. Also das ist unfassbar, und deswegen bin ich Ihnen so unfassbar dankbar, dass Sie das angehen, weil das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Patienten müssen zu Patienten werden, und wir dürfen nicht darüber nachdenken müssen, was das Ganze gerade jetzt bringt, dass ich mit dem Patienten spreche. Und das ist etwas, was ich tagtäglich mache. Also ich nehme eine Stunde Zeit für meine Patienten. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie da die Gespräche mit meinem ärztlichen Direktor ablaufen. Nicht gut.
Aber das jetzt nur nebenbei. Was ich nochmal nach vorne bringen wollte, ist Folgendes. Also ich finde es fantastisch, diese Übersicht Klimawandel und Gesundheit und auch den Fokus, den der diesjährige Policy-Brief gebracht hat. Ich möchte aber nochmal in Erinnerung bringen, dass wirklich der Klimawandel die Erkrankungen gerade anfeuert, die sowieso so häufig sind. Eine Erkrankung, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist nämlich die Allergie. Letzte Woche durfte ich im Bundestag dazu sprechen, dass es eine absolute Unterversorgung besteht für Allergiker. Und das Problem ist, dass wir durch den Klimawandel eben noch mehr Allergiker. Und wir können jetzt hier mal durchgehen, wer alles allergisch ist. Ich denke, dass dann hier 40% der Leute einfach die Hand heben. Und das ist das etwas, was ich hier nochmal wirklich als Statement bringen möchte. Wir brauchen hier vernünftige Maßnahmen. So wie wir gesagt haben, wir müssen das Gesundheitssystem vorbereiten für diese ganzen Patienten. Aber gleichzeitig brauchen wir auch noch mehr Forschung dazu, was wir tun können, was die Ursachen sind. Wir wissen zum Beispiel, bei der Allergie ist es hochkomplex, weil der Klimawandel auf die Pflanzen wirkt, die Pflanzen allergischer macht, auch die Umweltverschmutzung macht die Pflanzen allergener. Und das wiederum wirkt auf den Menschen. Also ich möchte nach vorne bringen, erstens wirklich diese häufigen Erkrankungen wie Allergien. 40% der Deutschen sind allergisch und der Europäer. Und gleichzeitig nochmal eine Lanze brechen für mehr Geld, auch für Forschung, um das nach vorne zu bringen. Und dann nochmal danke an alle, die das hier organisiert haben. Echt eine ganz tolle Aktion. Und so können wir Transformation unserer Gesellschaft schaffen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Treidel-Hoffmann, sowohl für die netten Worte als auch für Ihre Punkte. Ich glaube, die Frage von Dieter Lehmkuhl nach den Ressourcen ist noch nicht abschließend beantwortet. Martin, du hast eben danach deine Hand gehoben. Magst du da noch einmal reingehen? Du wolltest auch was sagen. Willst du zuerst? Ja, ich fange vielleicht mit dem Forschungsaspekt an. Ich glaube, das ist in der Tat wichtig, dass wir gerade im städtischen Umfeld die Komplexität wirklich angehen, weil wir immer noch in einer Phase sind, wo die einen über Lärm forschen und die anderen über Luftschadstoffen und die dritten über Mikroenvironments und Hitzeinseln. Und dass das natürlich jetzt noch nicht das ist, womit man Stadtplanung so richtig voranbringen kann. Es haben, glaube ich, viele Menschen oder viele Forscher auch und Forschungsinstitutionen verstanden und dass wir da wirklich übergreifend die Dinge untersuchen müssen. Da gibt eben auch neue digitale Tools, geben neue Ansätze. Und ein Grund, weswegen wir ja so viel Daten zu den Luftschadstoffen haben, ist, dass die eben auf ganz viele unterschiedliche Körperregionen wirken. Aber ich finde, das ist ein Auftrag an die Wissenschaft, auch da bessere Daten zu liefern und auch eben zum Beispiel Wasserwirtschaft mit in das Kalkül zu nehmen, weil das eben dann dazu führt, dass unsere Städte besser werden. Und ich denke zu dem, wie kriegt man die Sektoren jetzt übergreifend an einen Tisch und was müssen wir da machen, da ist Martin noch der Bessere. Ja, also das, denke ich, ist wirklich die große Frage, die da hast du deinen Finger mal wieder zielgenau in die Wunde reingelegt. Und ich beschäftige mich ja seit 30 Jahren eigentlich mit nichts anderem. Ich arbeite mit großen Organisationen und Institutionen weltweit daran, wie man transformative Veränderungen umsetzt. Und das macht man immer mit den Menschen. Das heißt, was wir brauchen, ist einmal ein Verständnis, dass wir zwar auch noch mehr Forschung brauchen, aber wir müssen vor allen Dingen lernen, wie wir die schon bekannten Forschungsergebnisse umsetzen und wie wir es umsetzen, wenn es transformative Veränderungen sind. Und das bedeutet immer ein Handeln ins Offene hinein. Und dafür brauchen wir breite Bildungsprogramme. Weil wenn Leute nicht dafür extra ausgebildet werden und wenn die Designs dieser Ausbildungen nicht Labore sind, in denen man konkret handelt, dann wird es nichts. Das kann man nicht theoretisch tun. Das heißt, wir brauchen breite Bildungskampagnen in diese Richtung und wir brauchen breite Begleitungskampagnen in diese Richtung. Und ich will nur ein paar Sachen sagen. Ich habe ja auch mit großen Firmen gearbeitet. Die wissen das natürlich alle, aber dann kaufen sie irgendwelche großen Beratungsfirmen ein, die ihnen verraten, dass sie die Kontrolle darüber haben, wie das funktioniert. Und das haut dann in der Umsetzung meistens nicht hin, weil das eben nicht so banal ist. Das kann man nur mit den Menschen machen.
vor Ort, aber da braucht es eine ganz große Bildungskampagne dazu, sonst sind die Leute tatsächlich alleine gelassen und überfordert, weil wir durch das, wie wir heute ausgebildet werden, für diese Art von Veränderungen nicht vorbereitet sind. Auch deshalb heißt ja das Motto von der Planetary Health Academy, vom Wissen zum transformativen Handeln. Das heißt, das ist auch ein Platz, wo das transformative Handeln ganz viel Platz bekommt. Und das ist eben in den meisten Bildungsprogrammen, auch an den Universitäten, noch nicht der Fall. Da muss eine sehr große Veränderung kommen auf allen Ebenen. Und auch da, wie fängt es an? Indem man ein paar Piloten macht, indem wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und jeder, der hier ist, auch versteht, wenn er sich bisher nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, dann setzt euch damit auseinander und schaut, wo ihr gute Fortbildungsprogramme und gute Coaches findet, die transformative Veränderungen näher bringen können und begleiten können. Okay, herzlichen Dank. Frau Hahn hat ihre Hand gehoben. Möchten Sie gerne? Ja, danke. Ich glaube, die Begrifflichkeiten und die Sprache ist jetzt auch sehr wichtig. Kommunikation, unsere Kommunikation ist hier schon sehr gut, aber ich glaube, sie wird noch mehr Tiefe erreichen, wenn wir sie zwei Dinge beachten. Ich möchte nochmal Frau Lunderthausen unterstützen, darin den Begriff nicht mehr Ökonomisierung, sondern Kommerzialisierung des Gesundheitswesens so zu benennen, wie es ist. Und dazu gehört auch noch folgende, vielleicht etwas provokante Äußerung, aber ich finde sie sehr wichtig. Wenn man die Interessen berücksichtigt, die eine Rolle spielen, dann reduziert sich die Komplexität sehr schnell. Ich würde sagen, 80% der Komplexität geht weg, wenn man die Interessen dahinter offenlegt. Und die müssen wir angehen. Und da hat, glaube ich, auch der Beitrag über unsere Ernährung einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Und ich möchte sehr unterstützen, dass diese Art von Analysen in die Forschung eingehen. Dankeschön. Gerne. Herzlichen Dank dafür. Gerade das Konzept der Political Determinants of Health oder auch kommerziellen Determinanten auf Gesundheit, das wird erst seit den letzten 5 Jahren auch in der Wissenschaft wirklich konzeptionalisiert. Und ich glaube, diese Konzepte zu nutzen und auch in der Forschung anzuwenden und dann auch für Politik handhabbar zu machen, genau das ist, glaube ich, der nächste Schritt, den wir alle gehen sollten. Ich schaue mal in die Runde. Ich sehe keine Hände mehr oben. Wir haben noch ein bisschen Zeit, falls es noch Redebedarf gibt. Ich schaue noch einmal in den Chat. Touch. Your hand is risen. Yeah, apologies, I couldn't get the hand to rise on the virtual hand to rise. Sure. I just want to make a few comments if I can. And sure. I'd just like to, first of all, thank Sophie Gepp for doing a superb job at translating. So if I've misinterpreted them, it's not her translation, it's my misinterpretation of any of the questions. I just wanted to mention the fact that in the Lancet Countdown there is a slightly new section which covers the decarbonisation of the healthcare system and some new graphs on different countries. And there's also a specific box on the National Health Service in the UK. Which since last year, when the UK government committed to zero carbon by 2050 in law, the NHS has taken this very seriously now and has committed to achieving net zero faster than 2050, still deciding exactly when. But that's something that I think, the challenges that faces is something that I think the UK would be very interested in sharing with other countries, I think, and working together on trying to do that. And there'll be a Lancet planetary health issue specifically on that case study and the modelling that has been gone on into to develop what needs to be done within the UK health system to make it decarbonize. The other point I was going to make was, I think there was a discussion about the urban environment and local action and the complexity. And I mean, that's absolutely true. This is a phenomenally complex subject. However, we now do have to move to a situation of deployment. And as much as I, as an academic, always want more research, we probably have to move our research to one which supports deployment. And we need to focus initially on deploying the sort of no regrets
actions and technologies that are available and start deploying those on a mass scale. That will involve finances. And I personally believe the critical thing is that the large amounts of money that are going to be spent on recovery packages, we really, really do need to make sure that those are invested in tackling climate change. And that is a double win. Politically, I understand that's always very, very difficult. But that's what needs to happen. And if we don't do that, and we don't really start serious deployment over the next few years, then we will have really missed the opportunity to tackle this issue. Thanks. Thank you very much, Tutch. Just want to briefly add, some of you might know that the new director for NHS Sustainability Unit is Nick Watts, the former executive director of Lancet Countdown, and through the work we did with him last year, he's kind of our friend. So we already have talked about that we, of course, will work together very closely and see how what we can take from their learning and how we can kind of speed up our own approaches in Germany. So there will be an intense cooperation with the colleagues and friends at the NHS. And then there's another thing that came out from the preparation and actually a press briefing workshop we had on Monday this week to the Lancet Countdown report for this year. And that's a plan that we will kind of define an agenda, a climate healthy agenda for cities. Also was bedeutet es für Städte Klima, Gesundheit, voll in ihren Transformationsplänen zu berücksichtigen. Was sind da die hauptsächlichen Dimensionen? Dass wir wegkommen davon, nur einzelne Dinge anzusprechen, sondern dass wir wirklich wie so einen Rahmenplan haben, den man dann auch schulen kann, den man auch vermitteln kann, weil wir sind fest davon überzeugt, dass man auch über die Gesundheit eben die Bevölkerung ganz anders gewinnen kann und auch bei der Priorisierung viel klüger vorgehen kann, weil es kommt bei der Priorisierung nicht nur darauf an, was ist von außen her no regret, sondern was sind auch Dinge, die Leute schnell begeistern und gewinnen, sodass sie dann auch die größeren Dinge angehen. Ja, herzlichen Dank. Ich war hier gerade beschäftigt mit Chat und Teilnehmer, aber herzlichen Dank dafür. Ich habe jetzt noch eine Hand von Herrn Metzger und von Frau Petzold und würde dann vielleicht noch eine Wortmeldung mit dazu nehmen, aber dann schaue ich auch auf die Uhr. Herr Metzger, bitte. Ja, vielen Dank. Ich heiße Nikolaus Metzger, ich studiere Medizin in Leipzig und bin Doktorand in Halle. Wir machen eine deutschlandweite Online-Umfrage unter Ärztinnen und Ärzten zu Klimaschutz in Praxen. Und ich wollte anknüpfen an Herrn Dr. Lehmkuhl und auch an Herrn Dr. Herrmann. Und zwar ist mein Eindruck, dass die Erkenntnisse, die die Wissenschaftler vom Lancet zum Beispiel uns bieten, dass die natürlich schon seit vielen Jahren jetzt publiziert werden. Und ich glaube, das Hauptproblem ist die Kommunikation und die Erleichterung der Umsetzung von klimafreundlichen Maßnahmen. Also, und da wollte ich mich auch direkt an Sie, Frau Dr. Lundershausen, wenden. Ich glaube, dass quasi viele Menschen, die im Gesundheitswesen gerade arbeiten, sich fragen, wie kann ich denn was machen? Also wie kann ich denn ins Handeln kommen und die sich überfordert fühlen. Also meine Mutter ist zum Beispiel niedergelassene Frauenärztin in Karlsruhe und die möchte jetzt gerne Müll trennen in ihrer Praxis. Das ist eine Gemeinschaftspraxis. Und sie weiß einfach nicht, wie sie den Müll trennen kann und findet keine Informationsmaterialien im Internet. Und ich würde sagen, das ist eigentlich die Verantwortung meiner Sicht nach von Institutionen, die das Personal haben, die Ressourcen, die Kapazitäten, wie zum Beispiel der Bundesärztekammer, das zu erleichtern für Menschen, die in der Praxis sind und die nicht viel Zeit haben, sich in das Thema reinzulesen, reinzufuchsen und dann einfach so eine Art Katalog zu bekommen. Das Gleiche für Krankenhäuser, das Gleiche für Krankenversicherungen, das Gleiche für Klimawandel und Gesundheit für Patientinnen, also für die Menschen, die quasi uns besuchen in unseren Praxen oder im Krankenhaus, dass einfach diese Kommunikation und die Erleichterung vom Handeln, von dem wir die ganze Zeit reden, einfach von diesen Institutionen eben ermöglicht wird. Und das kann eine kleine NGO wie die Klug zum Beispiel mit 10 hauptamtlichen Mitarbeitenden
eben nicht leisten, aber mit den Finanzen, die halt eine Institution wie zum Beispiel auch das Bundesgesundheitsministerium hat, ist das halt möglich. Und darauf wollte ich hinweisen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Frau Lunderhausen, ich würde Ihnen ganz am Ende noch einmal das Wort geben. Ja, ich glaube, das ist, können Sie noch einmal eingehen. Ich habe jetzt noch Frau Petzold und dann Herrn Matsarakis und würde dann auch gerne schließen und noch einmal Martin und Frau Lunderhausen das Wort geben. Frau Petzold, bitte. Ja, mein Name ist Gudrun Petzold. Ich bin aus dem Gesundheitsministerium, allerdings nicht des Bundes, sondern aus dem Land Schleswig-Holstein. Und insofern habe ich mir jetzt doch überlegt, ein paar Worte so einfach mal aus dem Landesministerium, aus der Ebene der Verwaltung zu sprechen. Also ich bin zuständig für den umweltbezogenen Gesundheitsschutz, wo natürlich Klimawandel und Gesundheit mit dazugehört. Das Hauptthema Klimawandel ist bei uns im Umweltministerium angesiedelt. Ich bin dann auch viel jetzt unterwegs im Zusammenhang mit den öffentlichen Gesundheitsdiensten, sprich Corona und Ähnlichem. Insofern ist die Gesundheitsseite, was das angeht, natürlich im Moment gerade dieses Jahr extrem voll, was ja, die Beherrschung eben dieses Themas angeht und die Nachverfolgung. Das Problem ist tatsächlich, ich denke, da kann ich für viele Bundesländer sprechen, dass wir personell natürlich recht knapp aufgestellt sind. Das betrifft die kommunale Ebene, also Gesundheitsämter, aber auch Stadtplanung, Gemeindeebene, was auch immer, erst recht natürlich, zumindest in ganz vielen Gemeinden. Und dann ist es so, dass dieser Aspekt Klimawandel und Gesundheit nicht wirklich ein klassisches Thema ist und auch nicht ein Thema ist, was rechtlich geregelt ist. Und die ausführende Ebene der Behörden, die ist natürlich in erster Linie daran interessiert, die rechtlichen Erfordernisse zu erfüllen. Also sowas wie in meinem Bereich jetzt Trinkwasser zum Beispiel auch. Ist er durch die EU geregelt, ist alles fest vorgegeben. Und dann fallen eben so andere Aspekte wie jetzt Gesundheit und Klimawandel leider doch vielfach hinten runter, beziehungsweise man hat nicht die Kapazitäten, das nachzuverfolgen und im eigenen Land auch ein Netzwerk aufzubauen. Das betrifft sowohl Landesebene wie auch Kreisebene, kommunale Ebene. Insofern ist da auch an der Stelle wieder die Politik eigentlich gefordert, die ja eben dann den großen Rahmen bereitstellt und sagt, okay, da muss auch mehr Geld reinfließen, da müssen mehr Fachleute auch einfach zur Verfügung stehen, um das vorantreiben zu können. Ja, so viel dazu mein Statement. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Petzold, dass Sie sich quasi als aus der Verwaltung noch einmal zu Wort gemeldet haben. Ich glaube, das gibt viele Einblicke, gerade auch das Fehlen der rechtlichen Grundlage. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das natürlich ein großer Punkt ist. Wenn das fehlt, dann fehlt natürlich auch der Handlungsauftrag in dem Bereich, oder rechtlich gesicherter Handlungsauftrag. Herr Matsarakis, bitte. Andreas Matsarakis. Ich bin vom Zentrum für medizin-meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg. Wir sind auch zuständig für die gesundheitsbezogenen Warnungen, in dem Fall UV-Warnung beziehungsweise auch die Hitzewarnung. Das Hitzewarnsystem ist von uns. Wir sind dafür zuständig. Wir haben es auch entwickelt. Ich möchte kurz zwei Bemerkungen machen aufgrund des Themas mit den Städten und Kommunikation und Hitze. Da gibt es schon sehr viel, aber wie schon im Chat genannt, es sind Parallelnetzwerke. Diese Netzwerke in Deutschland sind alle da, die sind auch international da über die internationale Vereinigung für Stadtklimatologie, aber auch sehr viel Aktivität im Rahmen von Aktivitäten der WHO-WMO, da gibt es ein Joint Office davon. Die WMO ist eine weltmeteorologische Organisation und da gibt es auch ein Netzwerk, das heißt Global Heat Health Information Network. Und da finden sehr viele Veranstaltungen statt, auch dieses Jahr, auch im Bereich Hitze, Occupational Health und sehr viele Informationen. Aber zurück zu Deutschland. In Deutschland ist das Thema bei den Städten, auch bei den Entscheidungsträgern angekommen. Das Problem ist die Umsetzung, wie wird das Ganze umgesetzt. Noch ein Punkt dazu im Bereich der Umsetzung beziehungsweise in den Maßnahmen. Ganz wichtig ist, wenn man Hitze bekämpft will, eine Hitzebekämpfungsmaßnahme im Süden, in Freiburg zum Beispiel, ist eine andere als eine in Kiel. Da muss man drauf Rücksicht nehmen. Und wir brauchen nicht nur
qualitative Informationen, es wird in Anführungsstrichen schlimmer, es wird heißer, sondern wir brauchen auch quantitative Informationen. Das heißt, wie oft passiert etwas? Und hier wird in Deutschland oft auf die Stadtplanung gemünzt, aber in Wirklichkeit sind es fast alle Sektoren einer Stadt. Es sind auch die Landschaftsplaner, es sind die Architekten, es sind die Designer, es sind aber auch die sozialen Faktoren. Und ich denke mir, wir haben genug Informationen, wir brauchen keine 20 Forschungsprojekte mehr, sondern wir brauchen eher Projekte mehr, die in den Bereich der Kommunikation und der Umsetzung gehen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ich weiß, dass es ganz, ganz schwierig ist. Ich kann von uns aus das sagen, wenn ich denke an die Newsletterzahlen, die wir haben für die Hitzewarnungen, die sind zu wenig. Und wir kriegen es aber wirklich nicht dazu, dass die Nutzer sich anmelden. Gleichgültig, was passiert, ist es ganz, ganz schwierig. Und deswegen ist eine Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, also mit euch, ganz, ganz wichtig, dass wir die Kommunikation vorantreiben. Das wäre es von meiner Seite aus Freiburg. Ich muss leider in die nächste Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Herzlichen Dank, Herr Mazarakis. Wir sind ja auch eigentlich schon am Ende. Und deswegen würde ich jetzt gerne Frau Lunderhausen und Martin Herrmann noch einmal Abschlussworte geben. Frau Lunderhausen, möchten Sie beginnen? Ja, sehr gerne. Also ich bedanke mich nochmal für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit und habe heute viel gelernt, das muss ich sagen, und nehme auch gerne die Anregungen mit, die ich hier von einigen bekommen habe. Herr Metzger, junge Menschen sind uns in der Bundesärztekammer immer willkommen. Sie können auch jederzeit gerne schreiben, was Ihnen noch einfällt. Diesen Katalog zu Maßnahmen im praktischen ärztlichen Leben nehme ich selbstverständlich gerne mit. Wobei ich da wieder bei meinem Ausgangspunkt bin, es ist natürlich immer auch jeder Einzelne gefragt. Und neulich hat mir ein Kollege gesagt, ja, wir machen doch sowieso alles mit einmal Instrumentarium. Wenn man sich das mal angeschaut hat, dann fragt man sich, wo das dann eigentlich bleibt, wenn es weggeworfen ist. Das sind nur so Kleinigkeiten, aber das nehme ich auf jeden Fall mit. Gefreut habe ich mich besonders über die Frage der Zuckersteuer. Das haben wir vor 2 Ärztetagen schon mal gefordert, haben viel Schläge dafür gekriegt. Ich denke, manche Dinge gehen nicht anders als mit solchen Maßnahmen, die vielleicht für den anderen, ein oder anderen auch schmerzhaft sind. Die Frage des Essens im Krankenhaus, das habe ich schon mitgenommen. Aber noch ein ganz wichtiges Thema, was ich aufgenommen habe, ist das Problem der Fortbildung im ärztlichen Bereich. Ich hatte Ihnen ja eingangs gesagt, wir haben das Thema Klimapolitik mit in die Weiterbildungsordnung aufgenommen. Aber auch die Fortbildung auch der anderen Gesundheitsberufe halte ich dafür außerordentlich wichtig, weil sie letzten Endes ja, wenn sie dann nach Hause gehen, auch Privatpersonen sind und das dann im eigenen Leben vielleicht auch umsetzen müssen. Also man hat dann vielleicht eine doppelte Wirkung im medizinischen Bereich und im Alltagsleben. Also nur das als vielleicht einige Punkte. Und Frau Treidel-Hoffmann, das mit der Allergie und Allergologie, ich kenne diese Anhörung im Bundestag von letzter Woche, da ist mir auch eine Vertreterin der Bundesärztekammer dabei. Das hatte ich auch eingangs schon betont und ich bin Hals-Nasen-Ohrenärztin und niedergelassen und auch Allergologin. Ich erlebe das selbst, dass das immer mehr zunimmt, wo wir früher klare Einschätzungen hatten, was im Frühjahr passiert, was im Sommer passiert, was im Herbst passiert. Das sind fließende Übergänge, die also da sehr deutlich werden und auch die Zunahme der Allergien selbstverständlich. Das wollte ich Ihnen gerne noch sagen. Also ganz herzlichen Dank von mir. Und für die wirklich informative Veranstaltung und für die Anreize und Anregungen, die ich auch gerne mitnehme. Und nicht nur, um sie morgen wieder zu vergessen, sondern ich denke, ich werde sie nicht vergessen. Vielen Dank in die Runde. Sehr gerne. Herzlichen Dank, Frau Lunderhausen. Wir werden ja spätestens in einem Jahr einen neuen Policy Brief haben und natürlich dann auch wieder zurückgucken, was passiert ist. Und genau dann können wir natürlich auch wieder ansetzen und schauen, wie wir und wo wir weitermachen können, in der Hoffnung, dass der Berg ein bisschen kleiner ist oder jedenfalls klarer zu erkennen. Martin, deine letzten Worte. Ja, also ich möchte einmal der Frau Petzold ganz herzlich danken, dass sie den Punkt so klar formuliert hat. Weil es ist sehr wichtig zu verstehen, dass im Moment die Gesundheitsakteure da in den verschiedenen Ebenen nicht ausgerüstet sind und nicht vorbereitet sind, mit unserem Thema wirklich zu arbeiten.
Das heißt, da muss an den Rahmenbedingungen was geändert werden. An den Rahmenbedingungen wird sich nur was ändern, wenn wir die Priorität, die unser Thema bedeutet, ganz klar in der Politik setzen. Und das ist einer der großen Zielsetzungen von uns im nächsten Jahr, natürlich parteiübergreifend mit allen demokratischen Parteien ins Gespräch zu kommen und klar zu machen, es kann nicht sein, dass die größte Herausforderung für Gesundheit in diesem Jahrhundert nicht entsprechend berücksichtigt ist in den Gesetzen und in den Maßnahmen und in der Ressourcensetzung. Also von daher nochmal ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Petzold. Ich kann auch dem Herrn Matsarakis nur zustimmen. Natürlich muss man das lokal verankern und die lokale Kontexte sehr genau betrachten. Und natürlich geht es darum, das, was wir heute schon wissen, umzusetzen. Der Berg bleibt groß. Ich glaube, das ist heute auch sehr deutlich geworden. Ich denke aber, wir werden Wege finden, wie wir in den Berg besteigen. Und wir werden Basislager aufbauen, von denen wir die weiteren Dinge machen können. Jeder, der da beteiligt ist, merkt ja auch, das lohnt sich, das zu tun. Die Qualität der Zusammenarbeit, die wir innerhalb des Arbeitskreises in der Ärztekammer haben, das, was die Frau Lundershausen heute gesagt hat, das ist der Geist, mit dem wir an die Dinge drangehen. Unabhängig von welchem Hintergrund wir sind, unabhängig welche Parteien wir wählen, das ist ein Thema, was uns angeht, was unsere Kinder und Enkel angeht. Dafür werden wir gerade stehen und wir werden viele Leute dazu bekommen, dass sie auf ihre Weise sich daran beteiligen. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Beitragenden heute, bei dir, Maike, dass du es wieder fantastisch gemacht hast, die Moderation. Das ist jetzt das dritte Mal, dass du es machst. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank auch bei der Frau Lundershausen für die Kooperation, die wir einfach haben und den Geist der Zusammenarbeit. Und natürlich bei den Mitautoren vom Helmholtz, von der Charité, vom PIC und auch von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die waren mit dem Logo noch nicht dabei, weil ihre Präsidium zu langsam ist, zu sehen, dass das ein Schlüsselthema ist. Die sind sicher dann das nächste Mal dabei, wenn sie wieder beitragen. Also, herzlichen Dank an alle, auch die draußen im Livestream. Und wir werden in dem Spirit von dem, was heute vorgestellt wurde, im nächsten Jahr weiterarbeiten. Und ich freue mich, wenn sich viele von Ihnen daran beteiligen. Genau, herzlichen Dank. Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen, außer eine Sache. Der Livestream wird ab morgen auch zur Verfügung stehen auf klimagesund.de. Da wird also alles noch einmal nachzuhören sein. Teilen Sie das auch gerne mit Kolleginnen und Kollegen und anderen Institutionen. Herzlichen Dank von meiner Seite. Wir sehen uns allerspätestens, aber sicherlich auch schon früher in einem Jahr wieder. Bleiben Sie in Kontakt und einen schönen Nachmittag.